Sie sind auf und davon. Sie haben sich verfolgt und gejagt. Jetzt bist du dran! Du hast ihn! Und sie alle haben uns mit dieser Show gekriegt. Was für ein... Ein Auf und Ab der Herzschläge. Klettern. Springen. Schnappen. Abtauchen. Und manchmal auch abstürzen und scheitern. Sie waren schneller als alle anderen und haben ganz am Ende den Titel geholt. Doch in diesem Jahr werden die Karten neu gemischt. Begrüßen Sie den Erfinder von Catch, den immer noch titellosen Sieger der Herzen, Luke Mockridge. Herzlich willkommen zur Deutschen Meisterschaft im Fang 2020. Hier ist Catch! Das Jahr fängt gut an und wir fangen mit. Hallo und herzlich willkommen zu Catch. Es ist schon unsere dritte deutsche Meisterschaft im Fangen. Wir haben wieder 16 Athleten gefunden, die um einen Pokal rennen, springen, sprinten, drunter, drüber, über Hindernisse hinweg. Und die große Frage, wer wird deutscher Meister im Fangen 2020? Die Besten der Besten haben sich gemeldet. Das sind unsere Teams und wir beginnen mit dem Titelverteidiger. Team David. David Odonkor, ehemaliger Fußballprofi und deutscher Meister im Fangen. Patrick Peter, Spitzname Pete, Freerunner und deutscher Meister im Fangen. Luca Hermantraut, Geräteturner und deutscher Meister im Fangen. Jacqueline Schulz, Stuntwoman und deutsche Meisterin im Fangen. Team Vanessa. Vanessa Mai, Sängerin, Teamchefin. Norman Lichtenberg, Parkour-Athlet. Felix Vornick, zweifacher deutscher Meister im Cheerleading. Said Faslula, deutscher Vizemeister im Kanufahren. Team Fabian. Fabian Ambüchen, Olympiasieger im Turn und zukünftiger Titelgewinner im Fang. Benny Grams, Parkour-Athlet. Benny Gleisner, Ninja-Sportler. Dana Kleinegrefe, Rugby-Spielerin. Team Luke. Luke Mockridge, Catcher-Finder und dreifacher Verlierer von Catch. Silke Solbrang, Parkour-Athletin. Dean Tanvani, Running Back, Footballer im Nationaltrikot. Andi Wöhle, Parkour-Athlet. Begrüßen Sie Ihre Gastgeber. Hier sind Andrea Kaiser und Simon Pierce. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen. Ein gutes neues Jahr. Wie kann man dieses Jahr besser starten als mit einem sportlichen Großevent? Und zwar die Deutsche Meisterschaft im Fangen 2020. Wir suchen nur die Besten. Und hier geht es ja darum, wer am besten abhaut. Schön, dass Sie das heute Abend nicht tun. Und noch viel schöner, dass du das nicht tust. Simon Pierce, du bist unser Mann, der irgendwelche Hechler und Schnappatmungen in ganze Sätze übersetzt. Auf was freust du dich heute Abend am meisten? Herzlich willkommen erstmal. Ich freue mich, glaube ich, am meisten einfach, dass ich nicht selber laufen muss, sondern entspannter sitzen kann, mir das einziehen und dann ein paar blöde Sprüche droppen. Alles, was ich am liebsten mache. Sitzen und blöd daherreden. Okay, dann mach dich bereit. Geh auf deine Position, denn jetzt freue ich mich auf die Menschen, die Silvester einfach nur mit Wasser angestoßen haben. Es sind die Teamkapitäne. Es sind die wunderbare Vanessa Mai, der Titelverteidiger David Odonkor, natürlich Fabian Hambüchen und Luke Mockridge kommt zu mir. Hallo, da seid ihr. Es ist wieder soweit.
Vanessa Mai, wann bist du das letzte Mal weggerannt und vor wem? Gute Frage. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Ich werde hier auf jeden Fall richtig viel rennen. Spielst du Verstecken ab und zu? Immer noch? Fange, ja, mit meinem Hund. Also okay. Nicht Verstecken, aber Fange. Ja, wer gewinnt? Ich bin gespannt. Mein Hund. Fabian, bei dir ist es so ein bisschen wie bei dem Mann neben dir, Luke Mockridge. Irgendwie kommst du hier immer wieder her, aber gewinnen tust du nichts. Wie soll sich das heute ändern? Naja, mit Luke war ich Letzter. So, ohne Luke war ich schon mal Zweiter. Das heißt, da ist ja noch Luft nach oben und heute wieder ohne ihn, also geht das auch. Mal gucken. Luke, ja. Bei euch ist das ja mittlerweile so wie bei Schalke Dortmund. Es ist eher wie Pinky und Brain, wenn du mich fragst, aber wir haben eine kleine Rivalität. Wir haben gestartet als Team zusammen und dann haben sich unsere Wege auseinanderdividiert und jetzt sind wir beinharte Konkurrenten. Fabian, sorry, ich mach dich mit Team Gelb heute komplett platt. Ich habe nur ein Ziel. Und das ist Fabian Hambüchen zerstören. Oh oh, klare ja. Kampfansage. Aber du bist auch ein Dieb. Du hast mir Dean geklaut. Ich habe dir tatsächlich Dean geklaut. Den hast du entdeckt damals und in dein Team geholt. Und der war so, so toll, dass ich ihn mit sehr, sehr viel Geld zu mir ins Team geholt habe. Danke für diese Entdeckung. Ja. Luke, es ist jetzt mittlerweile schon die dritte deutsche Meisterschaft empfangen. Du hast es wunderschön gesagt, du bist dreimaliger Verlierer. Wie willst du das heute ändern? Ich habe letztes Mal meine Ernährung umgestellt und ich habe sie jetzt wieder zurück umgestellt. Das ist vielleicht ein guter Anfang. Ja, und ansonsten gebe ich alles. Ich glaube, wir sind so ein bisschen, wenn man das jetzt hier so sieht. Ne? Ich meine, David Odonka ist der Vorjahressieger. Du bist mit Team Lila hier. Ihr seid so ein bisschen die Bösen. Wenn das ein Highschool-Film wäre, wärt ihr die mit den geilen Rädern, die so ein bisschen düster reingucken. Vanessa, Mai, ihr seid so ein bisschen die Neulinge. Fabian, wir haben Herz. Unser Team hat Herz und Siegeswille. Wir sind Gryffindor. Ihr seid Slytherin, ihr seid Ravenclaw und Fabian Hambüchen und Team Orange, ihr seid so Hufflepuff, die Inklusionsklasse. Hat sich Uli Hoeneß schon bei dir gemeldet, damit es irgendwelche Ligapläne gibt jetzt so für Catch? Ja, so eine Euro-League. Mhm. Ja, wir werden tatsächlich das Ganze ein bisschen auffächern und es wird die nächste Catch-Veranstaltung wird eine Europameisterschaft. Da werden wir später noch drüber reden. Auf jeden Fall. Das wird richtig spannend. Da müsst ihr uns auch alle helfen, das perfekte Team für Deutschland zusammenzustellen. Jetzt würde ich aber sagen, der Titelverteidiger, es ist David Odonkor. Wir wollen noch mal angucken, wie das aussah. Deine Siegesmomente. Hier ist er, David Odonkor, der deutsche Meister im Fangen 2019. Du hast dich da wirklich selbst übertroffen. Also die WM 2.6, vergiss sie. Hier hast du den Titel sogar geholt. Ja, es macht auch riesen Spaß. Ich habe ein super Team hinter mir. Und es macht einfach Spaß, hier einfach Vollgas zu geben. Auch wenn man platt ist, muss man einfach über die Grenzen. Und so ist das gewesen. Und so hat man dann am Ende auch gewonnen. Ist das ein Vorteil heute, dass du der Einzige bist, der hier schon weiß, wie es sich anfühlt, deutscher Meister zu werden? Auf gar keinen Fall. Es ist eine große Belastung, sage ich jetzt mal. Also ein Laster, die du, sage ich jetzt mal, wegschieben musst. Wir haben den Titel gewonnen, aber keine Ahnung, ob es dieses Jahr nochmal passt. Du schaffst jetzt immer so tief, wie? David. Du bist eine Maschine, Alter. Und du hast wieder so ein geiles Team. Die gucken wieder so grimmig. Team Lila macht mir jetzt schon Angst. Nein, ich glaube, mit David Odonkor haben wir einen ganz, ganz heißen Kandidaten auf die Titelverteidigung. 100%. Da sind wir gespannt. Und ich finde, jetzt haben wir auch wirklich genug geredet. Denn jetzt kommt unser erstes Match. Crossbow Run. Match Nummer 1 auf dem Weg zum deutschen Meistertitel 2020. Und wegrennen wäre ja für manche schon genug. Aber man muss dabei auch noch verdammt viel denken und sich konzentrieren. Das sind unsere Regeln. Bei diesem Match treten zwei Teams gegeneinander an und absolvieren einen Staffelsprint. An dessen Ziel befindet sich je ein Buzzer. Wer seinen Buzzer zuerst drückt, wird zum Fänger und darf 10 Sekunden lang so viele Gegner fangen wie möglich. Danach rücken alle Spieler eine Position weiter und es folgt die nächste Runde. Jede Paarung spielt 4 Runden. Das Team mit den meisten Catches bekommt 20 Punkte, die nachfolgenden Teams 10 und 5 Punkte. Unsere Kandidaten
Kandidaten scharren schon mit den Hufen. Jeder will jetzt loslegen. Wir schauen uns an, wie die Paarungen aussehen. Und da sehen wir, dass wir starten mit Team Luke gegen Team Vanessa. Seid ihr alle bereit? Luke, jetzt kannst du endlich. Los geht's. Das wird ein riesengroßes Wimmelbild. Und der Einzige, der da wirklich den Überblick halten kann, das ist mein persönlicher Lieblingskommentator, Jan Platte. In dieser Show ist alles schnell, selbst die Zeit rennt. Und deshalb von mir ein kurzes, aber herzliches guten Abend. Da oben auf dem Spielfeld gibt es für alle heute im Prinzip nur eine Richtung, ab nach vorne. Und alle Teams haben natürlich nur ein Ziel. Am Ende wollen sie den Pokal mit der Gravur Deutscher Meister empfangen 2020 in den Händen halten. Und ich würde sagen, los geht's jetzt mit dem ersten von vier Crossbow-Runs zwischen Team Luke und Team Vanessa. Ich hab gar nicht so einen langen Arm, ey. Auf geht's. 3, 2, 1, run. Und jetzt geht's los. Dean mit einem guten Start, Luke mit ein bisschen Vorsprung. Das sieht ganz gut aus für Gelb. Luke verabschiedet sich da schon. Silke als erstes am Buzzer. Und Silke darf fangen. Ja, Said, dich nicht um Luke kümmern, sondern weglauf. Noch drei, noch zwei. Start, Silke. Diese Umwand versucht. Toller Start in jedem Fall für Team Gelb. Sehr geil. Zwei gefangen! Luke feiert, als hätte er den Titel schon geholt. Aber das waren nur die ersten zwei Pünktchen. Es kommen noch drei Läufe. Alles noch drin fürs Team Vanessa. Jeder rückt eine Position weiter. Zweiter Lauf des Crossbow Run. Auf geht's. 3, 2, 1, run. Komm, komm, komm. Silke mit einem super Start. Dean, der nimmt Tempo auf und schickt Luke als erstes in die Ecke. Und Andy, ja, ein bisschen früher dran als Norman. Also, jetzt geht das freie Fangen los. Vorher läuft alles in geregelten Bahnen. Er guckt sich Felix aus. Du hast noch zwei Sekunden. Okay. Da ist es aus der Ecke dann kaum noch möglich, den dritten Catch zu landen. Aber nach der Hälfte dieser ersten Paarung geht Luke mit seinem Team mit einem Guthaben in die letzten zwei Läufe. Jeweils zwei Catches pro Lauf. Sieht gut aus für Gelb. Ihr wisst, was zu tun ist. Jeder eine Position weiter. Norman gegen Andy. Der Countdown bitte für Lauf Nummer 3. 3, 2, 1, run. Auf geht's, Türkis. Ihr müsst jetzt ein bisschen dran ziehen, wenn ihr auch punkten wollt. Der Wechsel klappt ganz gut. Vanessa ist super unterwegs, aber Luke darf catchen und schlägt dann erstes Mal zu. Noch 6 Sekunden. Luke, du hast noch 5 Sekunden. Den holst du dir. Felix, wow! Vollkontakt fangen à la Luke Mogridge. Und der stellt die Bestmarke auf. Ich glaube, mit einer leichten Hüftprellung kommt er da vielleicht raus aus der Nummer. Aber er sorgt für die Punkte 5, 6 und 7 von Team Gelb. Ach, den Ellbogen noch mal kurz angeguckt und wir genießen Luke in der Verlangsamung. Kurz orientiert und dann zugeschnappt. Und sofort umgedreht, Dean mit dem Fingerzeig, wo es lang geht. Ja, erstes Spiel, gleich wieder so eine schöne Ladung Adrenalin dabei. Yeah! Türkis, ganz wichtig für euch, ihr werdet diese Paarung nicht mehr gewinnen, aber wenn ihr einen tollen Lauf hinlegt, könnt ihr in die Punkte kommen. Gilt auch für Vanessa. Alles nochmal geben, Türkis. Letzter Lauf zwischen Team Luke und Team Vanessa. 3, 2, 1, run. Said auf Norman. Das ist der Gleichstand bis hierhin. Vanessa! Gelb fängt. Nee, Dean fängt. Ihr müsst weg, Vanessa. Oh, Dean flutscht da so ein bisschen über den Parcours. Wow, was für ein Stress er da Norman macht. Aber der ist einfach zu geschickt.
3 Punkte, glaube ich, insgesamt gesammelt. Klasse, wie das Team Gelb hier reinstartet in diese deutsche Meisterschaft. Simon, du bist dran. Ich bin zu langsam. Luke, mal so ein Start hättest du nie gedacht. Wie fühlt sich's an? Mal mit einem zu Null starten? Ja, mega. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir direkt so aus dem Stall raus und direkt so loslegen wie die Feuerwehr. Vanessa hat ja noch so ein bisschen Welpenschutz, sie ist neu im Catchboard, aber wir sind so eine Show, wo die Promis an ihre Grenzen gehen. Es ist nicht Ringelpiez mit Anfassen. Es hier gibt wird keine Fun gespielt, Ausreden. Wie auf dem Spielplatz. Der ist knallhart. Benny, das ist Wahnsinn. Schauen wir mal in die Zeitlupe. Luke hat sich reingeht. 3 Catches. Ah, Wahnsinn. Diese Leidenschaft im Gesicht, sehr schön zu sehen. Und hier, mein Mann, du hast jetzt auch zuschauen können, hast dir ein bisschen deine Konkurrenz anschauen können. Benny Grams, hier, komm mal mit mir mit. Was sagst du? Kannst du mithalten mit den Jungs, die gerade gelaufen sind und Mädels? Ich bin gespannt, auf jeden Fall. Ich sehe es auf jeden Fall jetzt schon im ersten Blick, es ist so Go und dann Energie, volle Kanne. Aber du bist fit, du bist in Form, wie man sehen kann, er ist in Form. Und wie er sich in Form hält, das schauen wir uns mal in einem kleinen Filmchen an, würde ich sagen. Benny Grams. 26 Jahre, 1,71 Meter, 70 Kilo. Professioneller Parkour-Athlet. Von klein auf Sport begeistert, doch schon bald reichten ihm Turnen, Leichtathletik, Karate und Judo nicht mehr. Mit 13 Jahren sieht Benny erstmals Parkour-Videos auf YouTube. Für ihn und seine Freunde gibt's kein Halten mehr. Nach 13 Jahren Training ist er Profi, tourt mit seinem Parkour-Team um die Welt, dreht Videos und verdient mit spektakulären Sprüngen seinen Lebensunterhalt. Also all das, was Benny kann, wird heute noch sehr wichtig sein. Könnte noch ein großer Trumpf auch sein. Fürs Team Orange ihn neu dabei zu haben. Aber jetzt ist auch erstmal Bennys Sprintfähigkeit gefragt. Hand an den Querbalken. Jetzt sind alle bereit. Und wir sind sowieso. 3, 2, 1, run. Erster Lauf beim Crossbow Run zwischen Team David und Team Fabian. Boah, auf viel identischer kann man nicht unterwegs sein. Orange fängt Fabi zum Ersten, Fabi zum Zweiten. Die letzten 2 Sekunden, 2 Catches. Sehr fair von Pete, der es zugibt, gecatcht worden zu sein. So wollen wir es sehen. Wer eine Berührung gespürt hat, gibt es dann einfach auch gleich weiter an die Unparteiischen. Und weiter ist das Stichwort, denn jeder zieht um. Weiter, eine Position. Und ihr seid alle schon fertig. Schön, wie flott das geht. Alles auf Anfang. Los geht's. Lauf Nummer 2. 3, 2, 1, run. Gut geklappt, die Wechsel. David, das ist die Totalkollision. Da haben sie sich nicht abgesprochen. David, pass auf, du musst wegkommen. Das ist noch entscheidend. Orange mit Benny und den nächsten Punkten. Wow, vorsichtig. Der wischt da einmal unten durch. Erwischt Jackie. Es sind die nächsten 2 Punkte für Orange. Und dann sieht man mal, was passieren kann, wenn ein Wechsel nicht klappt. Und hier die Kollision der Teamkollegen. Pete kontra David. Ja, also absprachetechnisch ist da noch so ein bisschen Luft nach oben. Aber gut, dass David sofort wieder mit dabei ist und sich zumindest nicht fangen lässt. Und es ist noch alles offen. Benny, ja, und der Fußfeger. Und jetzt Lauf Nummer 3 beim Crossbow Run. 3, 2, 1, run. Die Laufwege vorgegeben. Wer schafft es jetzt ins freie Fangen? 10 Sekunden Zeit zum Catchen. Wieder für Orange und Benny Grams. Der Erste. Du hast noch 6 Sekunden. Im Flug schnappt er sich, David. Wow. Und dann, glaube ich, die Ferse von Jackie erwischt. Mein lieber Mann. Top Fangen von Benny Grams.
Und es läuft genauso wie in der Paarung zuvor. Erst zwei, dann nochmal zwei und dann drei Punkte für jeweils das gleiche Team. Das war eine klare Nummer an den Buzzern. Lila, ihr habt David im Team. Ihr habt so viele schnelle Leute, auch mit Jackie, mit Luca, mit Pete. Aber ihr wart noch nicht einmal am Buzzer. Und das ist bislang Touché, der Catch des bisherigen Abends. Ein erfolgreicher Lauf für Lila. Einen Punkt machen und ihr werdet Drittplatzierte. So viel ist jetzt schon klar und kommt in die Punkte. Es gibt also Anreiz für euch, Lilane. Lauf Nummer 4. 3, 2, 1, run. Pete mit dem optimalen Start. Luca kommt so ein bisschen schwer aus dem Quark. Jackie und David, der darf jetzt gehen. Ein Punkt, David, ja. Das war der erste Catch. Noch einen hinterher. Jo, ihr seid in den Punkten. Stark, David. Und wenn der andere losläuft, kennt der keinen. Ich glaube auch, der ist der Mann gewesen. Guckt uns noch mal an. Schön. Wie bei der WM 2006 auf dem grünen Rasen. Genauso leidenschaftlich in unserer Catch-Arena. David und Donkor. Lila schafft es definitiv in die Punkte durch einen richtig guten Lauf. So, die Bennys räumen den Laden auf hier. Ihr habt richtig Alarm gemacht. Und jetzt muss ich mal sagen, David, du hast dich da ein bisschen dafür recht gewonnen. Du hast gesehen, du wolltest die Bennys haben. Oder war dir egal? Wie viele Punkte haben wir jetzt geholt? Ja, du hast ein bisschen mit dem Schiri gehadert, habe ich gesehen. Es ist noch geblieben aus deiner Fußballkarriere. Am Ende schon. Wird abgerechnet, das weißt du. Da hast du recht. Und Andrea sagt uns jetzt, wo er denn wirklich steht. Sag uns mal, wie es beim Ranking ausschaut, bitte. Genau, die ersten Punkte im Kampf um die Meisterschaft, die gibt's natürlich bei mir. Und da sieht es verdammt gut aus für den Erfinder von Catch. 20 Punkte für Team Luke. 10 Punkte, Team Fabian, David 5 und Vanessa noch 0 Punkte. Kann sich ja alles noch ändern. Am Ende, wie David gesagt hat, wird ja abgerechnet. Wir bei Catch sind ja dafür bekannt, dass wir nicht nur unbedingt Fangen spielen. Das ist ja weitaus komplexer. Luke, komm mal her. Wir haben nämlich schon wirklich an den verschiedensten Orten gefangen. Zum Beispiel sowas Ähnliches wie Doodle Jump. Haben wir Vertical Catch, ja, erinnerst du dich? Wir wollten nicht nur in die Horizontale uns gegeneinander hinterherlaufen, sondern wir wollten auch in die Vertikale und ein bisschen klettern. Und ja, das hat bei der ersten deutschen Meisterschaft bei Nieselregen und typisch grauem, kaltem deutschen Wetter sehr, sehr viel Spaß gemacht. Da warst du nicht ganz so erfolgreich, würde ich mal sagen. Ja, aber ich war auch in der Probe schon sehr schlecht, deswegen... Da hat dich dein eigener Manager geschlagen. Ja, wenigstens konsequent. Also der hat mich da noch abgekascht. Da lief es dann besser, das war auch draußen, das war unser Containerlauf. Ja, aber da gibt es viele Verletzungen. Das und wir haben uns sogar im Aufzug haben wir uns gefangen. Und das war deine Sternstunde bei Catch, das war das erste Mal, dass du Punkte geholt hast. Das ist tatsächlich eine Premiere für mich, das erste Mal, dass ich Punkte geholt habe. Das sind unsere Flure hier bei Lucky Picks im dritten Stock, sind wir da rumgelaufen und haben uns gejagt, wo wir sonst normalerweise arbeiten und uns den ganzen Kram hier ausdenken. Und du hast eine Sprinterin geschlagen. Das war wirklich unglaublich. Mit vollem Körpereinsatz. Der Kameramann hat heute noch Schmerzen, weil du den umgerannt hast. Ja. Aber es hat sich gelohnt. Ja. Jetzt kommt etwas verdammt Verrücktes. Und ich glaube, danach kann man keine Interviews mehr geben. Das wird Simon jetzt schon Spaß machen. Das nächste Match. Backstage Run. Ja, wir sind im höchsten Studio Europas und da haben wir uns gedacht, tja, das müssen wir natürlich ausnutzen. Wir gehen von dieser Ebene weg, Licht aus, und wir gehen ohne Aufzug nach ganz, ganz oben. Hierauf über die Köpfe des Publikums hinweg 450 harte Meter im Vollsprint und das sind die Regeln dazu. Bei diesem Match treten jeweils ein Läufer und ein Fänger gegeneinander an. Der Läufer startet mit einem Vorsprung. Auf der Strecke befindet sich eine Wendeltreppe. Auf dieser darf nicht gefangen werden. Oben angekommen, gilt es, das gesamte Studio zweimal zu umrunden. Gelingt es dem Läufer, den Zielbuzzer zu erreichen, erhält er 10 Punkte. Schafft es der Fänger, seinen Gegner auf der Strecke zu erwischen, erhält er dafür 15 Punkte. Für den schnellsten Catch gibt es 5 Punkte extra. Ja, schon allein bei der Wendeltreppe hatte ich einen Puls von 120, deswegen bin ich da auch nicht rauf, sondern ich habe Simon raufgeschickt.
Simon, schwindelfreie Grüße zu dir. Du hast Flug- und Höhenangst, oder? Ja, ich fühle mich blendend hier oben. Ich habe mich angekettet und 1 Liter Baldrian getrunken. Aber das Schöne ist, mit meiner Körpergröße kann man ja selten auf Köpfe gucken, außer man steht neben Fabian Hambüchen. Und ist auch mal ganz nett hier. Hier ist die sehr wunderschöne Rennstrecke, die die Läufer 2-mal umrunden müssen, um dann auf den Buzzer zu drücken und damit zu gewinnen. Ich bin gespannt, ob sie das hinbekommen. Also ich bin schon außer Atem und ich bin die Treppe nur hochgegangen, eine Wendeltreppe. Andrea, zurück zu dir. Ja, normalerweise ist es im Fernsehen ja so, was Backstage passiert, bleibt Backstage. Bei uns nicht. Wir haben alle Kameras, die wir haben, nach oben gebracht, damit wir auch genau sehen, was da oben passiert. Liebe Teams, ihr müsst jetzt entscheiden, wer fängt, wer läuft weg. Und denkt dran, es ist wirklich verdammt schwer. Es sind 450 Meter. Man braucht Kondition. Der Puls wird draufgehen, die Pumpe schlägt ordentlich. Entscheidet euch, lockt bitte ein. Wer gegen wen läuft. Ich höre, die Ergebnisse sind da. Und unser erstes Duell sieht folgt aus. Team Fabian fängt Team Vanessa. Und da heißt es Benny gegen Norman. Kommt zu mir. Benny, Norman, kommt zu mir. Wir gehen hier nach vorne. Start. Dann einmal rum ums Studio. Hoch die Wendeltreppe, zweimal rum. Gibt's in 5 Sekunden. Oh, ihr macht hier schon Stare-Down wie beim Boxen. Aber wer schneller, ihr kennt euch gut. Wir kennen uns. Wer hat die bessere Kondition? Ihr Parcourer seid flink und geschwind, Schnellkraft, aber Kondition. Nicht so gut. Du bist Ninja-Sportler, da ist das ein bisschen anders, oder? Ja, klar. Okay, und ich würde sagen, Jan, du bist schwindelfrei. Und wir legen gleich los. Ihr seid bereit? Ja. 3, 2, 1, run. 3, 2, 1, catch. Eine freundschaftliche Geste zu Beginn, aber jetzt sind sie Kontrahenten. Mann, geht Benny das schnell an. Das sind 64 Meter bis zur Treppe. Auf der darf nicht gefangen werden, aber auf der, meine Güte, die fliegt da hoch, kann man seine Position natürlich extrem verbessern. Was für ein Lauf zweier Parcourer. Und ihr habt da oben 376 Meter hinter euch zu legen. Oh nee, Norman, das geht nicht gut. Das geht nicht gut. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Und Benny hat das Ziel vor Augen und catcht nach 32,5 Sekunden. Nicht ganz uninteressant, denn für den schnellsten Catch in diesem Match gibt es 5 Bonuspunkte. Erfolgreich fangen, das sind 15 Zähler, also mit denen geht das Team Orange, das Team von Fabi, in jedem Fall schon mal nach Hause. Hier ist noch alles gut. Vor der Wendeltreppe zu fangen ist utopisch, aber er ist schon so nah dran. Und ich bin gespannt, ob Dean da überhaupt durchpassen wird. Das geht so eng zu. Und da sehen wir es. Oben waren es vielleicht noch so 120 Meter und dann hat es Klick gemacht. Und jetzt sind die beiden bei Simon. Ich glaube, die Treppe ist wahnsinnig anstrengend, oder? Die Treppe ist nicht mehr so, sondern die gerade Strecke zu laufen. Die Treppe ging, aber Mann, ich bin relativ oft weggerutscht. Ich habe, klingt ungefähr so wie ein sehr alter Pfarrer, der seine letzte Predigt hat. Aber ich glaube, er wollte sagen, die gerade Strecke war das Problem und er ist auf der Treppe nur einmal weggerutscht. Ich habe es mal übersetzt. Das war atemlos durch das Dach. Dankeschön, wir gehen wieder zu Andrea an den Start. Schön. Die Interviewpartner können nicht mehr widersprechen, weil sie einfach keine Puste mehr dazu haben. 15 Punkte hat Benny damit für sein Team Fabian geholt. Die können noch richtig entscheidend und wichtig sein. Und bei uns sind die nächsten beiden schon am Start. Pete gegen Said. Said ist Kanute. Wie viel Kondition muss man da haben? Boah, schon Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Mut. Ah, Mut. Said, du bist das erste Mal dabei und dein Weg hierher, der war alles andere als leicht. Den schauen wir uns mal an. Zeit fast Lula. 27 Jahre, 1,86 Meter, 78 Kilo. Kanute. Der gebürtige Iraner lernt als Kind extra schwimmen, um ins Kanu steigen zu dürfen. Schnell wird er einer der besten Kanuten des Landes und nimmt an mehreren internationalen Meisterschaften teil. Während der WM 2015 wird ihm nach dem Besuch des Mailänder Doms vorgeworfen, zum Christentum konvertieren zu wollen. Die Folge?
Er muss alles zurücklassen und aus seiner Heimat flüchten. Said rudert jetzt als erster Flüchtling überhaupt für Deutschland und hat bereits mehr als 20 Medaillen bei deutschen und internationalen Meisterschaften gewonnen. Das nächste Ziel? Olympia. Wow! Said, Respekt! Ich glaube, du hast jetzt Millionen Fans mehr, die dir die Daumen drücken, dass du diesen Olympiatraum erfüllen kannst. Jetzt heißt aber das erste Ziel erstmal Pete. Ihr seid bereit? Ja. Okay, gleich kommt das Signal. 3, 2, 1, run. 3, 2, 1, catch. Also Pete hat sich speziell vorbereitet, wie er gesagt hat. Von Said wissen wir, der rudert die 1000 Meter so in 3 Minuten. Jetzt muss er die 450 Meter auf jeden Fall im Sprint zurücklegen. Oh, das kostet schon mal ein bisschen. Diese 44 Stufen bis ganz nach oben, die schafft Pete deutlich schneller. Und am laufenden Meter sieht es so aus, dass er den 10 Punkten, die es für einen erfolgreichen Lauf gibt, näher und näher kommt. Said, ja, mal kurz orientieren, die nächste 90-Grad-Kurve nehmen. Aber der Abstand bleibt gefühlt eher gleich. Ein bisschen fies jetzt gleich für Pete, der am Buzzer, da sehen wir ihn, vorbeikommt. Aber noch leuchtet er rot, gleich wird er grün. Gleich wird er aktiviert. Er muss noch einmal rum. Und es geht jetzt ein bisschen enger zu. Said, du holst auf. Du holst auf. Pete orientiert sich. Wir hören die Atmosphäre bei einem Lauf in einer Höhe, die es noch nie gegeben hat. Bei einer Verfolgungsjagd in deutschen Fernsehstudios. Die Lungen sagen langsam Hallo, aber es scheint so, als wenn Pete, der es jetzt austrudeln lässt, doch noch schafft. Respekt. Riesenrespekt an euch beide. Und dringend was zu trinken. David kann eigentlich zufrieden sein. Punkte gab's für sein Team. 10 an der Zahl. Pete, du warst ja schneller hier oben als ich mit dem Aufzug. Die langen Beine helfen dann schon ein bisschen bei so einem Langstreckenläufchen. Hier sehen wir es nochmal. Da rennt er die Treppe rauf. Oh, Said bleibt kurz hängen und ich gebe dir mein Wasser. Ich höre euch nur atmen, wahnsinnig laut. Ihr könnt gar nicht sprechen, oder? Das geht. Das war ein klares Nein, würde ich sagen. Ich glaube, wir lassen die Jungs mal ausatmen und ich gebe direkt runter an Andrea. Das hat hier keinen Sinn, sich mit denen zu unterhalten. Pete hat es gesagt, er hat trainiert, wir haben es gesehen und er holt damit 10 Punkte für den Titelverteidiger, für Team David. Und jetzt steht das Duell an. Ich würde sagen, das Hassduell. Schalke gegen Dortmund, Fabian Hambüchen gegen Luke Mockridge. Fabian, du musst abhauen vor Luke. Ha? Ja, besser als gegen Dean, ne? Ha, erinnerst du dich an den Office-Run? Ja, natürlich, aber das ist schon wieder ein Jahr her. Luke, hast du auch trainiert wie Pete? Jedes Wort, was jetzt gesprochen wird, lediglich Energieverschwendung, die ich aufbringen werde, um ihn zu zerstören. Dann schauen wir uns diese vermeintliche Vielleicht-Zerstörung doch an. Ihr seid bereit? Okay. Dann wartet auf das Signal. 3, 2, 1, run. 3, 2, 1, catch. Also wenn Luke einmal die Witterung aufnimmt, dann geht es selten gut aus für denjenigen, der entkommen möchte. Fabi, du hängst da kurz ein bisschen in der Treppe und Luke ist im Flugmodus. Du bist auf jeden Fall näher rangekommen, Luke. Du machst auf jeden Fall viel größere Schritte. Fabi, wir sehen ihn sich da einmal schon umdrehen, orientieren, er kommt ins Stolpern. Das läuft alles grad pro Luke. 40 Sekunden gleich vorbei. Und die Frage, muss Luke so ein bisschen abreißen lassen? Wird er langsamer? Nee, kann ich mir noch nicht vorstellen. Fabi beißt, der ist im Wettkampfmodus. Und Luke pumpt. Auf, Luke! Du kommst da noch mal ran. Ein Match
für Menschen mit langem Atem, aber vielleicht keines für Menschen wie Luke, die sagen, dass die 400 Meter die fürchterlichste Strecke sind, die er kennt. Aber jetzt hast du ihn ja fast da in der Kurve. Was für ein Finish. Die letzte Kurve, Fabi, die letzten Meter und er packt es irgendwie. Ihr Verrückten. Willkommen im Club der roten Gesichter und der möglicherweise toten Läufer. So, so ungefähr sah es auch auf der letzten Weihnachtsfeier aus mit Luke zusammen. Ich lege mich einfach mal hier dazu. Ich stelle euch die Fragen, aber ich antworte einfach auf euch mit. War es anstrengend? Ja. Es war ein bisschen so wie Roadrunner gegen Speedy Gonzales. Ich fand sehr schöne Bilder. Fabian hat nochmal alles gegeben. Die sind tot. Ich gebe zurück zu Andrea. Dankeschön. Es war dann doch nur eine vermeintliche Zerstörung von Luke Mockridge. Aber Fabian entkommt und holt damit schon wieder Punkte für sein Team. 10 Punkte fürs Entkommen. Und hier gibt's jetzt ein Duell der Giganten. Der Titelverteidiger David Odonkor versucht, Dean zu fangen. Dean, sag's mir, hast du Angst? Hast du die WM 2.6 gesehen? Angst, war der doch nie Angst, Mensch. Keine WM, das ist jetzt eine Revanche, ne? Das Finale vom letzten Mal. Ah. Er hat mich gefangen, jetzt laufe ich weg. Aber ja. Ich krieg dich wieder, nicht. Aber er kriegt mich jetzt nicht. Nein, nein, das ist so. Beim Anfang, wir haben es die ganze Zeit gesehen, Dean wird geschnappt von dir und er hat jedes Mal gesagt, nein, ich will das nicht mehr sehen, ich will das nicht mehr sehen. Du bist ein bisschen angeschlagen, David. Ja. Ist das ein Vorteil, Dean? Ich weiß nicht. Na, auf jeden Fall. Ich bin seit 2 Wochen erkältet und ist aber keine Ausrede. Nee, nee, nee. Ich mache ja mit, ich gebe ja mein Bestes, deswegen bin ich ja hier. Und Dean, beim letzten Mal haben wir gesehen, du bist wendig, du bist verdammt schnell im Sprint. Aber auch dein großes Manko war die Kondition. Jein. Es geht. Aber ich habe mich darauf vorbereitet. Ich war regelmäßig Und du hast auch noch mal ordentlich raufgelegt, oder? An Muskeln. Ja, also ein bisschen. Noch mehr quadratisch, praktisch, kleiner schnell. Pitbull. Siehst du? Kleiner Pitbull. Mehr kann ich nicht sagen. Ja, du siehst zierlich aus gegen ihn. Ja, was soll ich denn machen? Okay, ihr geht bitte auf eure Position. Es kann losgehen. Wir sind sehr gespannt auf das Duell der Giganten. 3, 2, 1. Run. 3, 2. Catch. David gegen Dean, schnell gegen schneller. Die Rollenverteilung ist noch zu klären. Es ist in jedem Fall die Catch Revenge Part 1. Dean ist ganz gut unterwegs, da in diesem Korkenzieher. Und er entsteigt dem Stindel ohne Schwindel. Die Matte wird so ein bisschen gerammt. Und dann geht's weiter. Ja, wir wissen, irgendwann fangen die Oberschenkelmuskeln und von denen hat Dean einige an zu meckern. David auf jeden Fall ganz eleganter in der Ecke unterwegs, verliert kaum Tempo. Akustisch wunderbar zu vernehmen, wie anstrengend das ist. Dean, es sind noch 188 Meter zum Glück. David, beißen. Alles noch drin. Aber Dean macht seine Laufsache bislang sehr, sehr gut. Das ist nicht so einfach nur dahergesagt gewesen, dass er sich speziell vorbereitet hat. David, das kostet Kraft. Und da ist gerade kaum ein Rankommen an Dean, der sein Tempo gefunden hat, der einen wunderbaren Rhythmus hat. Und für David gibt es, glaube ich, keine Lösung mehr für dieses relativ schnell weglaufende Problem. Der hat den Swag und der hat diesen Lauf gewonnen. Dean Tanwani macht Dean Tanwani Sachen. Und sie gefallen auch Silke. So, bei David gegen Goliath gewinnt dieses Mal Goliath. Das war, hier sieht man nochmal, du hast anfangs gut losgelegt, aber ich glaube, du hast am Ende gemerkt, du schaffst es nicht und hast gedacht, du sparst Kräfte, ist das richtig? Genau so ist es. Dean, man muss ja, darf ich mal ganz kurz diese Oberschenkel, man muss das ja alles erstmal mit Sauerstoff versorgen. Das ist ungefähr das gleiche Muskelgewebe, so viel habe ich an meinem ganzen Körper verteilt. Naja, wir geben zurück zu Andrea und der Endabrechnung. Ja, und Dean holt nochmal 10 wichtige Punkte für Team Luke.
Und das sieht dann im Gesamten so aus. Wir addieren die 10 dazu und den Fastest Catch, den hat Team Fabian Hambüchen. Und das Ranking sieht dann gesamt so aus. Team Fabian führt, gefolgt von Luke Mockridge, Team David 3 und Vanessa Mai. Optisch überzeugt sie zu 1000%, aber Punkte fehlen einfach noch ein bisschen. Aber dieses Spaghetti ist, es kann sich wirklich noch alles ändern. Und wir haben uns gedacht, im Moment, wenn man bei Europa und Abhauen darüber redet, dann kommt man direkt auf den Brexit. Das macht ja alles keinen Spaß. Wir haben uns gedacht, das muss mal wieder richtig Spaß machen. Und Luke hat eine Lösung gefunden. Es wird die Europameisterschaft im Fangen geben. Und zwar am 17.01. Also am 17. Januar gibt es die erste Europameisterschaft im Fangen. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Ja, also ich glaube, Fangen ist nicht nur eine Sache, die deutschlandweit gespielt wird, sondern egal ob auf irgendeinem hinterlegenen Kontinent auf diesem Planeten, überall auf der Welt wird Fangen gespielt. Ich glaube, sogar im Weltall wird Fangen gespielt. Also alle lieben dieses Spiel. Und ich finde es mal toll, diesen deutschen Mikrokosmos aufzubrechen und sagen, wir machen eine EM. Hast du denn dein Team schon zusammen? Denn du wirst nicht nur mitmachen, sondern du bist der Teamkapitän. Also Meister wirst du vielleicht dann doch auch noch. Also nachdem ich 3 Jahre jetzt schon der mit Abstand beste Catch-Teilnehmer Deutschlands bin. Was? Meine Sportart, ich darf das entscheiden. Oh, gut, okay. Habe ich mir gedacht, ich trete für Deutschland an. Ja. Und weil wir ja heute die deutsche Meisterschaft haben, werden wir die 3 Besten heute in der Sendung noch küren, die dann Deutschland repräsentieren werden bei der großen Europameisterschaft. Also heute entscheidet sich im Laufe des Abends, wer antritt. Also du kannst einfach hier auswählen. Du hast wirklich 16 Top-Kandidaten hier sitzen. Und es kann jeden jederzeit treffen. Aber ich glaube, wir sollten auch mal das Publikum fragen, oder? Die sollten uns ein bisschen helfen. Absolut. Also wir haben hier 3 Jacken. Silke hat sich schon mal strategisch vorgestellt. 3 Jacken. Wir werden diese Jacken, also den Athleten, überstülpen und sie mit zur EM nehmen. Und das Publikum, ich brauche euch. Es ist eine basisdemokratische Wahl. Wenn ihr das Gefühl habt, da war jetzt ein Lauf dabei, der mich überzeugt hat, dann brüllt ihr gemeinsam basisdemokratisch als 12. Mann Jacke, Jacke, Jacke. Denn das sind die 3 Jacken und falls mich das auch überzeugt hat, dann gibt's eine Jacke und die Person fährt nach, also auch hierhin. Die EM ist hier, aber der fährt dann nach Deutschland. Und das sind die Gegner. Team Österreich. Thomas Morgenstern, ehemaliger Profi-Skispringer. So weit wie ich springe, so schnell kann ich laufen. Wir holen uns den Glasbecher. Anna Donauer, Crossfit-Athletin. Da Fangerspielen das einzige Spiel ist, das wir Österreicher kennen, sind wir da echt gut. Und deshalb werden wir Gewinner. Mario Fuchs, Freerunner. Als Freerunner kenne ich keine Grenzen. Zusammen holen wir uns den Sieg. Johannes Sumpich, Musiker. Um einen großen österreichischen Fußballer zu zitieren, wir müssen gewinnen, alles andere ist primär. Team Österreich! Wir catchen sie alle! Team Schweiz. Eddie Yusuf, Kunstturner. Als Kunstturner habe ich den Freudesprung schon eingeplant. Und der wird kommen. Joel Eggimann, Parkourer und Freerunner. Als Parkourläufer werde ich zeigen, wie man richtig über die Hindernisse kommt. Samuel Bieri, Crossfitter. Als Eishockey-Spieler und Crossfitter checke ich meine Gegner aus der Arena. Beatrice Egli, Schlagersängerin. Heute hole ich mir den nächsten Titel. Team Schweiz, EM Catch, hol aber ein. Team England. Luke Stoney, Turner und Bodybuilder. Watch out, these guns are loaded. David Nelmes, Freerunner. I do parkour, I'm here to win. Joel Skandrit, Profi-Parkourer und Trainer. As a parkour trainer, I know how to bring the best out in everyone in my team. Nikita Thompson, Profi-Tänzerin und Choreografin. Wir gewinnen, weil wir die Siegerchoreo schon im Kopf haben. Team England. We'll never run alone. Ja,
Ja, am 17. Januar ist es soweit. Denk dran, du brauchst ein verdammt starkes Team, denn du bist auch Teil dieses Teams. Man muss mich kompensieren. Das wird absolut die große Aufgabe der Aber Mannschaft sein. Ich bin mir sicher, das schaffst du. Irgendwie kriegen wir es hin, denn wir müssen Europameister werden. Da bin ich jetzt schon von überzeugt. Also ja, am 17. Januar ist es soweit. Jetzt schon ein ganz großes Kreuz im Kalender machen. Und jetzt würde ich sagen, wir machen uns auf den Holzweg. Das muss aber nicht unbedingt ein schlechter sein. The Grid. Bretter müssen nicht immer gleich die Welt bedeuten. Wenn man darauf ein paar Pünktchen holen kann, dann ist das schon mal ein richtig guter Anfang. Und das hier sind die Regeln dazu. Bei diesem Match bewegen sich die Spieler ausschließlich auf schmalen Balken. Ein Fänger verfolgt drei Läufer eines gegnerischen Teams. Dafür hat er 90 Sekunden Zeit. Fällt ein Läufer vom Balken, gilt er als gefangen. Fällt der Fänger vom Balken, muss er 5 Sekunden warten, bevor er weiter fangen darf. Für die ersten beiden gefangenen Spieler bekommt der Fänger jeweils 5 Punkte. Für den letzten Läufer erhält er 10 Punkte. Der Fänger, der alle Gegner am schnellsten fangen konnte, erhält 5 Punkte extra. Heidi Klum wird grün vor Neid. Endlich mal eine Laufsteg-Challenge, die den Namen wirklich verdient. Balance, Trittsicherheit und dann noch Schnelligkeit. Das wird allen unseren Spielern abverlangt. Und dann muss man auch noch taktisch klug vorgehen. Wer fängt, wer läuft weg? Ihr müsst das jetzt entscheiden. Wer ist Fänger? Wer vom Team läuft weg? Team Vanessa, habt ihr euch auch schon entschieden? Jo. Yes. Ah, okay, da hätte man drauf kommen können. Norman fängt Team Luke. Damit seid ihr bereit? Dann geht's los. Geht auf eure Position. Luke hat gelogen. Und den schmalsten Laufsteg der Welt, den hat im Blick unser Jan. Und los geht es mit dem ersten Duell. Das dritte Match an diesem Catch-Abend 2020. Es beginnt Norman auf der Jagd nach den drei Gelben. Silke, ich glaube, der kommt straight einmal drüber. 3, 2, 1. Catch. Eine kurze Instruktion noch von Dean und Norman guckt sich als erstes Luke aus. Man kann mit, oh, Luke kommt vom Balken ab. 40 Zentimeter hoch, 25 Zentimeter breit. Man muss so sehr die Balance behalten und so ein Parcours wie Norman ist natürlich dafür geboren. Komm. Und jetzt, Silke, du bist auf einem ganz tollen Weg. 5 Sekunden, komm, Norman. Wieder hoch, Norman. Du hast die Zeit, Silke. Norman ist runter. Du musst wieder rauf, da wo du runtergefallen bist, Norman. Du hast noch 50 genau Sekunden bleiben, Zeit. Es geht auch Sekunden, um einen komm, eventuellen komm. Bonus komm, geh hinterher. Für alle Catches. Bislang hast du 10 Punkte. 5 für die ersten beiden Catches. 10 gibt's oben drauf, wenn du Silke noch kriegst. Wow! Da wurde kurz mal die Richtung geändert. Silke, du machst es super. Norman, nochmal rauf. 5 Sekunden Strafe. Silke, habt du nicht die Uhr im Blick? Norman, rauf. Raufstellen. Komm. Weiter geht's. 12 Sekunden, Silke, die du noch entkommen musst. Nur noch 12 und immer rum im Kreisverkehr. Die ist nicht einmal runtergefallen. Das ist eine ehemalige Turnerin. 3, 2, 1, du hast es geschafft. Das war sensationell gut. Silke, du Alleskönnerin. Zeig das bitte, zeig den Schuh. Norman. Zeig der Schuh von Norman ist kaputt. Der Schuh von Norman, den hat's erwischt. Also, Silke, man muss ja sagen, also Fairness habe, muss man sagen, für deine Füße ist das hier ja wie eine dreispurige Autobahn. Das ist gigantisch. Ja, und apropos Füße, was ist mit deinem Schuh passiert, Norman? Ich hab ihn. Skorpion. Muss Opfer geben, denke ich. Es muss Opfer geben, hier sehen wir, ein Loch ist im Schuh, im Schuh ist ein Loch. Und wir machen weiter mit dem zweiten Lauf. Genau so ist es. Simon, wir gucken nochmal auf den Abgang von Dean und da hinten verabschiedet sich die Sohle von Norman. Ja, der hat wirklich jetzt das schöne Loch im Laufschuh. Silke lässt sich zu Recht noch mal feiern, aber es gibt natürlich trotzdem Punkte fürs Team Vanessa für die ersten. Stopp.
das Luke. Publikum hat sich gerade entschieden. Ich habe ja, ich brauche... Wirklich? Wirklich? Ja, ja, wirklich? Ja! Ich glaube, wir müssen nochmal hören. Nochmal hören, ja. Gut! Und damit ist Silke das erste Teammitglied der deutschen Nationalmannschaft empfangen. Das kannst du zwar als Kleid anziehen, aber ist genau deine Größe, XS. Meine Damen und Herren, es war eine wahnsinnig gute Leistung und ich bin vielleicht ein bisschen parteiisch. Sie ist Team Gelb, aber sie ist einfach die stärkste Frau im Parcoursport. Geil. Ich brauche Silke Solfrank bei der Europameisterschaft für Team Deutschland. Yeah! Mega. Herzlich willkommen, Team Deutschland. Dankeschön. Jetzt sind wir schon mal zu zweit. Ja. Glückwunsch, Silke, auch von mir. Und ich interpretiere das eben auch definitiv als Nationalmannschaftsbewerbung. Und schwuppi, bist du drin in der Jacke. Wir gucken noch mal ganz kurz auf die Punkte, würde ich sagen, die Norman gerade erlaufen hat. 10 an der Zahl. Für die ersten 2 Catches gibt es jeweils 5 Punkte. Für den dritten, wenn man das schafft, noch mal 10 obendrauf. Also es lohnt sich, alle zu catchen. Das ist jetzt die Aufgabe von Andy. Ich glaube, alle sind bereit. Auch Vanessa für den zweiten Lauf bei The Grid. 3, 2, 1, catch. Was haben wir eben gelernt bei den ersten 90 Sekunden? Man kann mit Geschwindigkeit ruhig ein bisschen geizen. Vanessa ist runter. Hauptsache, man stresst die anderen. Und das macht Andy bis hierhin perfekt. 2 Catches in gerade mal 15 Sekunden. Der fühlt sich so fast von wohl. Wahnsinn. Absoluter Catch-Wahnsinn. Das sind 20 Punkte safe. Und wer das schlagen will in Sachen schnellster Catch, der muss sich wirklich was einfallen lassen. 16 Sekunden und alle drei Intürkis haben sich verabschiedet. Als erstes Vanessa, ja, hat sich hoffentlich nicht wehgetan. Als zweites erwischt es Said, der da so ein bisschen aus dem Gleichgewicht kommt. Ja, und das ist ein schöner Abgang. Es gibt 20 Punkte safe fürs Team Luke, das sich von Platz 2 verabschiedet, und zwar nach oben. Jetzt vor Team Fabian steht. Und das Team Fabi ist jetzt dran mit Weglaufen, mit dem Captain höchstpersönlich auch dabei. Dana ist am Start, Benny Gleisner auch dabei. Auf geht's. Und Luca derjenige, der zu fangen versucht für Lila. Oh, ich dachte, Pete fängt. 3, 2, 1. Catch. Fließende Übergänge sind ein wichtiges Gut bei diesem Spiel. Fabi wählt einen tollen Weg, die gerade Strecke, um da wegzukommen. Die ersten 10 Sekunden kommt das Team Orange sehr gut weg. Boah, ist das gut gemacht, Dana. Aber jetzt hat er dich, bevor er runterfällt, kurz 5 Sekunden warten. Nach 20 Sekunden schlägt Luca ein erstes Mal zu und jetzt darf er weitermachen mit dem Jagen. Kluges Gitterverhalten ist gefragt. Fabi kennt den Weg jetzt auch, querfällt ein. Man sieht es, das ist diese alte Schwebebalken-Erfahrung, die er da jetzt ausspielen kann. Der bremst immer optimal ab. Stopp, du musst warten. Luca, ja. Fabian, raus. Natürlich, raus mit dir. Auf Benni. Und jetzt darf Luca weitermachen. Ja, noch einen, den es da zu fangen gilt, ja? Ich verstehe Fabi, der sagt, der war doch schon unten. Benni, come on! Aber wer runter ist von dem Gitter, der ist eben unten, ganz egal wann. Luca ist jetzt der Nächste, den es erwischt. Jetzt sind es noch 10 Sekunden, die dir gleich bleiben. Und Benni, das ist so schlau, dich genau in diese Ecke zu stellen. Denn der Weg ist weit. Luca weiß, das ist kaum noch zu schaffen. Wenn, musst du jetzt noch einmal Stress machen. Also hypnotisch wird das nichts, sage ich dir. Benni, yes. Erfolgreich weggelaufen. Benni Gleisner, gut gemacht. Wir gucken noch mal auf die Wiederholung. Dana hat es ganz gut gemacht. Aber die lange Hand
von Lukas schlägt zu. Und dann haben wir das letzte Duell. Der Turner gegen den Ninja-Sportler mit dem besseren Ausgang für Letzteren. Luca steht bei seinem Luca, bei den Mädels wird ja auch am Schwebebalken trainiert bei euch Turnern. Bei den Jungs anscheinend nicht so viel, oder? Nee, zu wenig anscheinend. Zu wenig. Aber du bist eh gerade hart im Training. Dein großes Ziel ist es, deutscher Meister zu werden? Ja, in meinem Team, der Tegesa. Tegesa. Und was du dafür tust, das schauen wir uns mal an. Luca Ermantraut. 23 Jahre, 1,73 Meter, 73 Kilo. Geräteturner. Als kleiner Junge sieht Luca im Fernsehen Flickflacks und Überschläge und versucht die so oft nachzumachen, dass seine Eltern ihn in einen Turnverein stecken. Mit Erfolg. 2013 erstmals deutscher Jugendmeister am Boden, auf dem Pauschenpferd und Vizemeister im Mehrkampf. Und die Titeljagd ist noch nicht zu Ende. Nach seiner letzten Catch-Teilnahme entdeckt der Sport- und Geografiestudent auch noch seine Leidenschaft für Parkour. Luca hat 10 Punkte gesammelt fürs Team David. Der Captain steht da unten auch jetzt, gehört zu dem Trio, das weglaufen muss. Also ihr habt schon mal 10 Zähler dazu gewonnen. Jetzt ist es das letzte Duell. Und wir gucken, was er hier, Benny Graham, so als Mitbringsel hat zur letzten The Grid Catch Party. 3, 2, 1, Catch. Die legale Hetzkampagne beginnt mit jemandem, der in der Jugend Vizemeister war. Im Turnen, aber hier kommt er ab vom Balken. 5 Sekunden Zeit, für euch alle in Lila zu orientieren. David rutscht trotzdem runter. Ärgerlich. Pete ist noch drauf und Jackie auch. Die hätte Danny gern als nächstes und er hat sie gekriegt. Jetzt haben wir das 1 gegen 1 Duell. Es sind noch 60 Sekunden. Zeit zum Fangen für Benny Pete. Nee, das geht nicht gut. Riskantes Manöver. Und das sind 20 Punkte fürs Team Fabi, für die Orangenen. Aber Luke darf sich gleich auch noch über 5 Sekunden Bonus freuen. Wir gucken noch mal auf den ersten Stolperer. Aber der war nicht weiter schlimm. Mit Humor genommen und dann so richtig losgelegt. Benny Grams, einer der besten Freerunner Europas, auch einer der besten The Grid-Jäger an diesem Abend. Du fühlst dich richtig wohl da oben, oder? Ohne Scheiß, wer ist da schneller gelaufen als ich normal? Machst du das öfter? Ja, ja klar. Ein Parkour ist ja im Prinzip genau sowas. Sich auf Mauern, Kanten von A nach B springen und so. Und halt auf vielen, sag ich nicht Höhen, aber halt genau auf sowas. Und dann für mich ist das eine Höhe. Ja, man muss halt Fokus auf die Füße. Sonst passiert was wie das, sonst plumpst mal runter. Aber ist nicht für Bock. Erstmal Bock, er kann noch atmen, er kann immer noch, er lacht immer. Der lacht fast mehr als Silke und ich gebe zu Andrea zur Gesamtauswertung. Das ist wirklich unglaublich, wenn man da hier so guckt und die laufen da oben, als wäre das einfach der normale Boden. Und jeder normale Mensch wird einfach auf die Schnauze fallen. Und wir schauen uns jetzt mal die Punkte an. Team Luke, die hatten nicht nur volle Punktzahl, sondern auch noch die Extrapunkte für den Fastest Catch. Also die haben als erstes alle gefangen. Schönes. Team Fabian bleibt aber immer noch an der Spitze. Und Team Vanessa hat endlich die ersten Punkte geholt. 10 Punkte! Junge! Immer noch ist wirklich alles drin. Jetzt kommt Match 4 auf dem Weg zur Deutschen Meisterschaft 2020. Hier ist es. Catch if you can. Catch if you can. Und wir haben uns gedacht, warum fangen wir eigentlich immer nur Menschen? Wir können auch immer Gegenstände fangen. Und warum da nicht einfach einen Ball nehmen? Da leuchten jetzt die Augen von David Odonko. Aber es wird schwerer, als du denkst. Alle Spieler stehen sich im Kreis gegenüber. In die Mitte des Kreises fällt ein Ball. Der Spieler, der sich den Ball greifen kann, erhält einen Punkt für sein Team.
Aber Vorsicht! Alle Spieler, die ihre Position verlassen und den Ball nicht fangen, scheiden aus dem Spiel aus. Es werden höchstens 10 Runden gespielt. Das Team, das die meisten Bälle fangen konnte, erhält 20 Punkte. Die nachfolgenden Teams bekommen 10 und 5 Punkte. Ein Spiel, bei dem man gar nicht oft genug sagen kann, nicht zu Hause nachmachen. Lassen Sie den Blumentopf stehen, wo er ist. Setzen Sie sich wieder hin, nicht auf den Balkon gehen. Zurücklehnen, zugucken. Denn Taktik ist bei uns ganz besonders wichtig. Alle 16 Spieler treten an. Deswegen geht auf eure Position und denkt drüber nach. Wann laufe ich, wann bleibe ich besser stehen und bekomme ich den Ball auch wirklich? Geht auf eure Position und alles Weitere erklärt unser Jan. Man hört sie schon reden und das ist auch gut so, denn Absprache ist so, so wichtig bei diesem Spiel, bei dem es eben passieren kann, dass ein ganzes Team versucht, den Ball zu bekommen und wenn es nicht erfolgreich ist, scheidet es komplett aus. Alle bitte jetzt die Hände auf den Buzzer. 3, 2, 1, Catch. Piet, hol ihn! Wenn zwei sich streiten, freut sich Said. Wir verabschieden uns von Piet und Fabian. Das möchte ich noch mal sehen. Okay, Fabi guckt doch erst auf den Gegner, aber dass Piet das Ding nicht fängt. Okay, die gehen noch mal ganz kurz in Clinch. Said lässt Said, im richtigen Augenblick los. Manchmal kannst du die anderen kämpfen lassen und dann schnappst du halt ganz cool zu. Ich laufe, wenn Dean läuft. Seid bereit für Ball Nummer 2. 3, 2, 1, Catch. Fangen, leicht gemacht, Punkte leicht gemacht, David Odonkor. Wenn die anderen nicht wollen, dann schnappt er eben zu. Genauso macht man das. Kleiner Tipp von mir, das ist kein Ball, mit dem man Kopfbälle machen sollte. Ja, eine Ein-Mann-Veranstaltung, diese Runde. Ja. Und Basketball hat er auch drauf, klar. Also die Leute, die aus Sportarten kommen, wo man manchmal einen Ball fangen muss, die haben schon einen Vorteil. Entdeckt den Torwart in euch, kann ich nur sagen. Silke hält sich noch zurück. Ja, ich habe ein bisschen Angst vor Bällen, das ist kacke. Ja, in dem Spiel... Habe ich nicht gesagt. Nicht unbedingt der Vorteil. Alle Hände auf die Buzzer. Und angeknipst auch die volle Catch-Konzentration. 3, 2, 1, Catch. Ja, die! Wow! Jawohl, Alter! Dean und Benny. Catchen ist manchmal eben doch ein Vollkontaktsport. Also das sollte weitgehend körperlos zur Sache gehen. Wir gucken noch mal drauf. Lebt er noch? Komm in meine Arme, Baby. Und schon wieder ist der Heat derjenige, der den Überblick behält. Alter! Ja. Geht's dir gut, Dean? Ja, klar. So sieht es aus, wenn man sich kurzzeitig mal lieb hat, aber dann doch wieder getrennte Wege gehen muss. Da haben wir die Hände runter machen. Wiedervereinigung der beiden. Ihr seid raus. Der Ball ist ein bisschen wie die Geile auf der Tanzfläche. Alle wollen, aber keiner traut sich. Und am Ende schnappt Said zu. Ey, wenn der kommt, bleib weg. Vielleicht fällt Silke darunter. Für dich fangen. 3, 2, 1, Catch. Ah, jetzt. Du komm. Ah, das ist er.
Ah, meiner. Deiner? Ja, komm. Komm. Hol ihn, geh hoch! Luca, im zweiten Anlauf. Andi ist raus. Vanessa verabschiedet sich. Jetzt muss man machen hier. Ja, ich bin noch nicht einmal losgelaufen. David, ich wollte gerade sagen, du bist Luke. Auch raus. Hä? Okay. Ja, dein Ding leuchtet. Du bist auch raus. Das Jan nee, aber der hat den Ball schon gehabt, dann habe ich losgelassen. Wer ist denn das? Nein, ja, doch. Glaub noch nicht. Ja, mach Videobeweis. Die müssen. Das erste Video, aber das erste Fix. Sorry, David. Der Videobeweis. Lass einen auf uns. Im Fall David Odonkor. Ich mich alle reinrennen. Ja, du rennst aber schon kurz schon los, David. Damit bist du leider raus. Ja, ich bin so dumm, tut mir leid. Ihr habt alle auf mich gewartet wahrscheinlich. Das hat nichts mit Dummheit zu tun. Das ist einfach der Impuls, den Ball haben zu wollen. Und dieser Impuls, die Kugel haben zu wollen. Nee, ich habe mich gefreut für meinen Mannschaftskollegen. Andreas. Das ist meiner jetzt, ja. Luke kündigt Taten an. Wir gucken, was passiert. Ich habe noch nichts gemacht. Wie viele Runden sind es noch? 3, 2, 1, Catch. Alles Gute und in diesem Fall auch alles Gelbe kommt von oben. Ja! Yeah! Oh, Digga! War schon gefangen von Silke. Ja, er hat mein Ende genommen. Uiuiui. Boah, das hat mich richtig erwischt. Also das war definitiv zu viel Körpereinsatz. Said. Aber er hat meinen Händen genommen. Das passt schon. An der Grenze der Legalität. Oh, aber das ist der Rugby-Einsatz von Dana, der dafür sorgt. Oh Gott, aber das ist eine Bodenrolle par excellence. Das kann aber nicht sein. Aber wie sehr behältst du da noch die Körperkontrolle? Silke, das ist auf jeden Fall dein Punkt. Der kurze Kuss des Bodens und dann rollt sie sich ab, wie nur sie es kann. Ja, das war Einsatz. Ja, bleib drin. Hände auf die Buzzer. Der sechste von maximal 10 Durchgängen. 3. 2, 1, Catch. Und jetzt will Luke. Und jetzt will Luke. Catch. Also der Einsatz von Norman. Schwierig das Ganze. Für Luke dann da irgendwie noch zuzugreifen. Benny und Orange profitieren davon. Hände auf die Buzzer. Alle, die noch da sind. 3, 2, 1, Catch. Alle Blicke gehen nach oben. Luca mag, Benny auch. Und Silke! Und Benny holt ihn sich. Dass Silke ein bisschen zögert, einfach nur verständlich. Von Luke angefeuert. Kein Grund für Tränen. Aber einen hast du gemacht. Ich hab einen gehabt. Jetzt bin ich aufs Gesicht gerollt. Wir gucken noch mal drauf. Luca, keine Chance, den zu fangen. Ball guckt kurz bei Jackie vorbei, aber Benny will unbedingt. Dritter Catch fürs Team Fabian und zwar durch Benny. Fabians Team mit 2 Catches, Vanessas Team mit 2 Catches, Davids Team mit 2 Catches, Lukes Team und Gelb ist draußen mit alleine einem Catch. Wir haben noch maximal 3 Bälle. Hände auf die Buzzer. 3, 2, 1, Catch. Oh, das ist so smart. Auf jeden Fall von Jackie. Felix schnappt sich die Kugel. Benny ist draußen. Nächster Punkt fürs Team Vanessa, fürs Team Türkis. Und jetzt haben wir das Duell Felix, der hier guckt und weiß, was er will. Und genau das auch bekommt. Die Höhe ist enorm, wenn dieser Gummiball einmal aufspringt. Aber trotzdem erledigt er das dann im
stand im Duell mit Benny. Und jetzt Jackie und Felix. Hände auf die Buzzer. Vorletzte Runde von Catch If You Can. Drei, zwei, eins, Catch. Kick ihn weg, sofort los da. Jackie traut sich, aber das ist der Größenvorteil von Felix, der dieses Duell entscheidet. Türkis mit den nächsten Punkten, das war Catch If You Can. Und das Team Vanessa geht als Sieger hervor aus Match Nummer 4. Ja, es können jetzt ein paar Punkte aus dem Bälleparadies abgeholt werden. Und zwar die meisten für Team Vanessa. Die holt sich sage und schreibe 20 Punkte. Nein, nicht schlecht. Und für Luke, da war es eher die Bälle-Hölle. Ja, wir haben es. 0 Punkte für euch. Das ist so ein Spiel, da musst du einfach nur mit Selbstbewusstsein rein in die Situation. Aber Selbstbewusstsein ist doch eigentlich so dein Ding. Ja, wir waren wirklich zu scheu, glaube ich, in dem. Wir waren wie so. Scheu, also Silke war nicht scheu. Also, Silke hat also jetzt einfach. Wir Jungs jetzt. Silke hat mit ihrem Gesicht gebremst, was natürlich sehr abenteuerlich war. Sie hat den einzigen Ball gefangen. Und, den einzigen Ball hat Silke gefangen mit vollem Körpereinsatz. Deswegen auch völlig zu Recht in Team Deutschland. Ja, also Silke Deutschland. Und jetzt wird's jetzt richtig schmutzig. Ja. Mud Race. Match im Matsch. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel, vor allem, weil ich nicht mitspielen muss. Das ist der Albtraum einer jeden Waschmaschine. Unsere Schlammcontainer, 4 Grad kalt. Und da müssen alle, wirklich alle unsere Teilnehmer durch. Und vor allem sollten sie auch versuchen, das Ganze möglichst schnell zu machen. Das Problem dabei, das ist richtig, richtig anstrengend. Und das hier sind die Regeln dazu. Bei diesem Match verfolgt ein Spieler 3 Gegner auf einem Rundparcours aus Schlick. Dafür hat er 3 Minuten Zeit. Die Läufer starten 30 Sekunden vor dem Fänger. Die Netze müssen unterquert werden, die Leitern überwunden. Das Besondere, um zu gewinnen, muss der Fänger nur einen Spieler des gegnerischen Teams einholen. Entkommen die Läufer erfolgreich, erhalten sie 10 Punkte. Ist der Fänger erfolgreich, bekommt er 15 Punkte. Der schnellste Fänger holt für sein Team 5 Punkte extra. Ihr seid umgezogen, hübsch, sehr schön. Luke, du bist besonders hübsch, aber es sieht ein bisschen klein aus. Es ist, meine Größe gab es irgendwie nicht mehr. Ja, deine Ordnung ist spannend sehr, ist aber tatsächlich notwendig. Das hat, dieser Schlick hat, glaube ich, 4 Grad und ohne geht's nicht. Safety first, das ist bei Catch ganz wichtig. Ich gebe jetzt ab an Jan Platte mit dem schönsten Dirty Talk der Welt. Ganz, ganz wichtig für alle Teams, die da starten, in diesem Fall für das Fluchttrio in Türkis. Ihr dürft keinen zurücklassen. Luca muss nur einen von euch fangen. 3, 2, 1, run. Also erstmal unten durch im Krabbelmodus. Die erste Linkskurve rein in den Schlick. Vanessa macht das sehr, sehr gut. Said hat ein paar mehr. Achtung, Kilos, die er damit durchschleppen muss. Aber es ist die helfende Hand von Norman. Genau, kommt in den Schlammrhythmus. Ihr habt noch 5 Sekunden, die ihr entkommen könnt, ohne dass Luca los darf. Aber jetzt! Nach 30 Sekunden nimmt er die Verfolgung auf. Der ist ganz schön flott unterwegs. Los, Team Türkis! Ihr müsst 2 Minuten 20 wegkommen. Said, hoch nochmal da. Der hat schon ein bisschen was aufgeholt. Luca, dem das Krabbeln sichtbar Spaß macht. Ihr seid fantastisch als Team unterwegs. Oh, er kommt so nah. Vanessa dreht sich um. Nee, da gibt's keine. Komm. Aber es ist nicht Vanessa, die gefangen wird. Es ist der Catch von Said, der dieses Spiel entscheidet. Ich hab sie zu mir rübergeholt. Erste wichtigste Frage, hast du dich verletzt? Du bist ganz schön abgerutscht.
Aber gleich, noch spüre ich nichts. Mein A tut weh. Mein A tut weh, noch spürt sie nichts. Sie ist gut gekühlt, Schlamm ist ja gesund. Ruht euch aus, ich hoffe, dir ist nichts passiert. Alles Gute weiter. Hey, danke. Die, komm mal her. Wie kann man die Muskelmasse in diesen Anzug quetschen? Schaut euch mal die Beine an, bitte. Da geht ja kein Haar mehr durch. Fühlst du dich wohl hin? Nein. Aber dir steht ganz besonders deine Bademütze. Das ist halt für die Dreads. Also stylisch sind wir schon mal ganz, ganz weit vorne. Also Dean, Silke und ich in so gepresste Pinguinanzüge. Ist so geil. Dafür gibt's aber keine Punkte, du. Nee, aber optisch sind wir ganz, ganz weit vorne. Dean sieht aus, als ob man mit einer Salzstange in Senf getunkt hätte. Und warte mal, das auch. Ein Bild für Götter. Hier abgeduscht, einmal abspritzen. Einmal Vanessa Mai abspritzen. Da träumen viele Menschen davon. Guckt euch das an. Das ist ja Wahnsinn. 20.15 Uhr, Andrea. 20.15 Uhr. Hallo, guck mal. Ja, ich weiß. Wird nie wieder sauber. So, ihr seid bereit? Benny, du bist auch bereit? Gut. 30 Sekunden haben die Vorsprung und damit, Jan, du darfst wieder. Das Stylo-Team Gelb macht sich auf die Flucht. 3, 2, 1, run. Und jetzt die Kurve, Dean. Das wird interessant. Ja, Silke, die fliegt da mit ihren paar Kilos erstmal runter und nicht rüber. Und ich hätte gedacht, dass sie da gerade an der Pole Position war, dass sie es sofort schafft. Luke ist gut unterwegs. Dean und er auf gleicher Höhe. 20 Sekunden seid ihr unterwegs. 10 Sekunden habt ihr noch, bevor Benny 2, 1, catch. Die Verfolgung aufnimmt. Und das geht jetzt los. Also, ihr habt ja gute 30 Meter Vorsprung. Ihr seid deutlich weiter als das Team zuvor. Dean rüber da. Sehr gut. 45 Sekunden sind rum. Ihr seid ungefähr im ähnlichen Tempo unterwegs. Aber jetzt holt Benny ein bisschen auf, weil er da eben unterm Netz nur durchkrabbeln muss. Ja, der Schlick, er zieht und zerrt an den Oberschenkeln. Aber ihr habt eine Runde geschafft. Silke, du machst es gut. Ergreift die Flucht. Die Jungs müssen sich selber helfen. Achtung, Luke. Achtung, Dean. Ihr habt jemanden im Nacken. Die Geier kreisen schon über euch. Umdrehen ist nicht richtig. Oh, und denen gehen die Kräfte aus. Das ist kaum zu schaffen. Luke nochmal, der sich erfolgreich abrollt. Nee, es gab den Catch. Und ein letztes Matschbild mit Herrn Mokic. Ja. Luke und die Portion Mousse au Chocolat XXL. So, also mein erster Gedanke war, Dean, du hättest dir wenigstens eine Hose anziehen können. man hat das hier ganz gut gesehen, Silke und Dean als Vergleich, die unterschiedlichen Gewichtsklassen. Silke ist da drüber gerast wie Jesus übers Wasser. Und Dean, dir ging's an die Substanz, oder? Ja, Mann, aber es ist wirklich der Anzug. Aber Dean hat Power. Dean, der laufende Kühlschrank. Und was Dean sonst noch macht, wenn der Matsch nicht ganz so tief ist, wie das dann aussieht, etwas eleganter, das schauen wir uns mal an. Dean Tanwani. Meter 70, 86 Kilo. Running Back beim American Football. Der Name Dean the Machine kommt nicht von ungefähr. Der Körper des Studenten und Fitnesstrainers wurde geformt durch American Football. Mit 14 Jahren nimmt ihn sein großer Bruder zum ersten Mal mit zu einem Spiel. Ab diesem Tag stellt sich sein Leben schlagartig um. Dean trainiert 6-mal die Woche mit 2 Einheiten pro Tag mit den Cologne Crocodiles deutscher U19-Meister. Zweiter bei der U19-Europameisterschaft. 2017 folgt die Einladung in die deutsche Nationalmannschaft. Der hat so viel drauf, nur im Schlamm entkommen ist nicht unbedingt Deans Spezialgebiet. Da sehen wir noch mal Benny, der fängt. Und der Abschied von ganz oben von Luke. Ich würde sagen, wir führen uns auch noch mal den aktuellen Punktestand gleich zu Gemüte. Team Fabian, 15 Zähler obendrauf, jetzt 85
Punkte auf der Habenseite. Im ersten Lauf hatte sich Team David schon 15 Zähler gesichert. Knapp hinter Luke jetzt also. Es geht wunderbar eng zu. Andrea, du bist ja, bei uns geht's weiter mit dem Grand Slam Turnier. Oh mein Gott. Luke sieht wirklich aus wie Pepperwoods. Fabian, du wurdest schon ein bisschen angeschlammt von Luke. Ihr werdet gejagt von Team Vanessa. Also geht bitte auf eure Position. Es geht los. Wenn ihr unsere Kabelhilfe von den Proben gestern findet, sagt Bescheid. Die suchen wir da seit gestern. Los geht's. Fabi als Captain. Ja, das macht man so. Gibt noch ein paar Instruktionen. Die Rollen werden getauscht, die Plätze vor allen Dingen. Und jetzt geht's los. Lauf Nummer 3. Bei diesem wunderbaren Matrix. 2, 1, run. Sofort ins Tempo kommen, auch wenn das an den Knien ein bisschen wehtut. Wow. Benny, der da fast weiter geradeaus unterwegs ist. Ihr müsst schon durch den Schlick. 15 Sekunden rum, genau die Hilfe braucht es da kurz für Dana. Ja, das ein oder andere Rugby-Spiel hat es auf so einem Untergrund wahrscheinlich auch schon gegeben. Ihr seid weiter als alle anderen. Das kann ich euch als Hoffnungsnachricht mit auf den Weg geben. Ihr Orangenen, Fabi, der Captain und die zwei Gefolgsleute aus dem Team machen das bockstark bis hierhin. Ihr seid schon so weit und da hinten irgendwo, ganz da hinten, da müht sich Felix ab, der mit seinen 1,74, ja, dann doch auch relativ groß. Und wo ist er? Da kommt er. Du hast ja gar keine Eile. Bist du dir so sicher, dass du sie irgendwann noch kriegst, oder was? Also alles schlicki-lacki für die Orangenen, aber zu viel Zeit, ihr Lieben, solltet ihr euch nicht lassen, denn jetzt sieht er euch. Robbt sich da hinten durch. Ihr habt noch so um die 90 Sekunden, die ihr entkommen müsst. Dana, auf geht's. Wenn ihr euch mal umdreht, da ist jemand auf der Jagd, der genauso müde ist wie ihr. Dessen Muskeln genauso müde sind wie eure. Ihr könnt es definitiv packen. Das ist jetzt eine Kopfgeschichte, eine Willensgeschichte. Ihr kriegt Anfeuerung hier aus dem Publikum. Oh, ihr seid auf einem so, so dreckigen, aber so wunderbar guten Weg rüber. 60 Sekunden. Oh, der Schlick nimmt Besitz von Danas Beinen. Aber Benny, keiner wird zurückgelassen. Ja, Felix, nicht in seinem Lieblingselement. 45 Sekunden. Ihr könnt euch als erstes Team, das abhaut, Punkte holen. Und da hinten kommt die Müdigkeit in jede einzelne Muskelfaser von Felix. Schlamm-Cheerleading nicht so seins. Das ist die Schnecke, die sich da weiter robbt in Türkis. Es ist dir so hoch anzurechnen, Felix, was du da noch versuchst, aber das sind die letzten 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Sekunden. Ihr habt's geschafft. Fabi, Benny und Dana. 10 Punkte fürs Entkommen und keine Chance ranzukommen für Felix. Dieser erschöpfende Einsatz Dana, er hat sich gelohnt, denn das Team Fabi schnappt sich schon wieder 10 Zähler. Ihr seid kurz vor der 100er Grenze. Und jetzt kommt das Duell um Platz 2 bzw. 3. David, der Titelverteidiger der deutschen Meisterschaft, ist Luke komplett nah auf den Fersen. Und Team David muss jetzt entkommen. Und Andy von Team Luke ist auf den Fersen. Und ich habe mir sagen lassen, der ist da richtig gut. Matsch ist sein Element. Ihr seid alle bereit und wir freuen uns jetzt auf dieses Herzschlagduell. Dann mal hoch mit euch, ihr Lilanen. Auch Jackie im Badekappen-Style. Und nur für den Hinterkopf. Also zwei Leute sucht Luke noch für die Europameisterschaft und sein Nationalteam. Kann ja auch gut sein, dass man sich im Schlamm da ganz besonders hervortut.
Und jetzt drei, kommt der Counter. 2, 1, run. Achtung, Piet, links abbiegen. Genau da geht's lang. Ein kurzes Kommen für Jackie. Der Sprung ist gut. Ja, die hat auch nicht allzu viel Gewicht. Die sackt da gar nicht ein. Ja, kurz gucken, wo Jackie bleibt. 20 Sekunden sind rum. Von da oben. 3, 2, 1, catch. Sind immer so 1,80 Meter. Und was macht Andi denn da? Als wenn er jeden Tag nichts anderes machen würde. David. Der zuckt da schon mal kurz zusammen. Ja, da macht jeder sein eigenes Ding bei Lila. Das ist eine Frage der Zeit, nur bis er sie sich catcht. Andi ist so schnell. Andi ist riesenschnell unterwegs und fängt nach 56 Sekunden. Das war relativ früh zu erkennen, dass das gut ausgeht für Andi. Und das ist auch der fastest Catch. Wir sehen den letzten Catch bei diesem vierten Lauf von Mud Race. Jackie erwischt es. Und das sind die Punkte. 15 für den Fang, 5 obendrauf für Team Loop für den fastest Catch. Und die stehen da auf Platz 2. Ja, wenn ich meinen Sohn mit Schokopudding alleine lasse, sieht das vom Ergebnis ähnlich aus. Er bekommt Ärger, ihr bekommt Punkte. Hey, schnellster Catch. Ja, schnellster Catch. Ihr bekommt 20 Punkte. Das ist wirklich Wahnsinn. Und da schauen wir nochmal aufs Gesamtergebnis. Denn das ist jetzt gleich fürs nächste Spiel richtig wichtig. Fabian, 95 Punkte. Dahinter Luke, Wahnsinn. Ganz weit vorne dein Erzrivale, Fabian Hambüchen. Fabian Hambüchen ganz weit vorne. Dahinter folgen wir. Aber jetzt kommt ja tatsächlich erst das Königsstück unseres Abends. Das ist eigentlich, was jetzt passiert, das ist Catch. Das ist der Klassiker. Obstacle Race. Ja, Obstacle Race, geliebt und gefürchtet. Hier kann man wirklich Schienbeine haben in den Farben der Schlümpfe. Und das macht beim Zuschauen sehr viel Spaß. Die Regeln gibt es natürlich auch wie immer dazu. Die Teams müssen entsprechend ihrer bisher erreichten Platzierung zwischen 20 und 26 Sekunden entkommen. Wird der Läufer gefangen, ist er aus dem Spiel. Der verbleibende Spieler wird jetzt zum Läufer und das gegnerische Team schickt einen neuen Fänger aufs Feld. Schafft es ein Läufer zu entkommen, bleibt er im Spiel und das gegnerische Team muss einen neuen Fänger stellen. Sobald alle Spieler eines Teams ausgeschieden sind, hat das Team verloren. Die Gewinner des Duells ziehen ins Finale ein. Genau, das ist unser K.O.-Match. Nur zwei Teams kommen weiter. Und die Punkte, die sich die Teams bis jetzt erarbeitet haben, hart erkämpft haben, die sollen natürlich auch für etwas stehen. Nämlich für Zeit, die sie weniger weglaufen müssen. Wir rechnen das mal um. Team Fabian muss nur 20 Sekunden weglaufen. Luke, ihr müsst 22 Sekunden. Kriegen wir hin. 26 Sekunden, dann Team Vanessa und David 24 Sekunden. Das klingt nach gar nicht so viel, ist aber im Obstacle Race wirklich die Hölle. Da zählt jede Sekunde. Also im Vollsprint, dich jagt einer. Also das sind alles keine schönen Situationen. Da ist Adrenalin, da ist Spannung und da ist sehr gerne mal so ein Schienbein gegen so eine Metallstange. Also hier kann manchmal sind es auch die Köpfe. Hier kann und wird alles passieren und ich gebe immer alles und bin tatsächlich aber auch so ein bisschen, ich bin die Gazelle des Catch-Sports. Und das wollen wir uns genau anschauen. Also die Gazelle Luke Mockridge im Obstacle Race. Du hast es gezeigt, wie es nicht geht. Doch. Ja, guck. Also hier jage ich Benny, der auch heute... Eieiei. Das tut jetzt nochmal beim Zuschauen einfach richtig weh. Wie lange hast du danach Vögelchen gesehen? Das Schöne ist, ich habe das Gefühl, ich sehe diese Bilder zum ersten Mal. Ich erinnere mich nicht wirklich an diesen Vorfall. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt das Finale vorm Finale an. Es ist wirklich so, dass nur noch zwei weiterkommen. Und Fabian tritt jetzt gegen Team Vanessa an, wobei Vanessa 26 Sekunden weglaufen muss. Und Fabian nur 20 Sekunden. Wir sind sehr gespannt. Das wird richtig toll. Bitte geht auf eure Position. Obstacle Race, ein Match für große Überschriften, für die richtige Taktik und im Fall von Luke, wir haben es gerade gesehen, eigentlich auch ein Match mit Helmpflicht. Aber der kann sich das Ganze jetzt erst nochmal von draußen angucken. Fabis Team, die Orangenen, müssen zuerst fangen.
versucht, lang zu durchhalten. Das so Interessante an diesem Match ist, dass es einen gibt. Und wir sehen ihn im Zweifelsfall da mit Norman, der das alleine entscheiden kann. Wenn die Kondition stimmt, wenn er es schafft, die ganze Zeit erfolgreich abzuhauen. Jetzt haben wir Said, der beginnt. Auf der anderen Seite haben wir einen Vollprofi mit Benny Grams, einen Parkour-Athleten, der nun sich auf die Jagd nach Said macht. Es geht los, das Obstacle Race. 3, 2, 1, Catch. Raus aus dem Matsch, rein in die Manege. Und da sehen wir jetzt schon, das ist eine gute Stelle, um sich da noch mal kurz aus dem Stopp zu machen. Aber er hat ihn. Das ist ein Duell. Aber es sind dann doch irgendwie zwei verschiedene Sportarten, die sie betreiben. Null Vorwurf, Said, du hast es gut gemacht. Aber gegen jemanden, der sich täglich in genau solchen Parcouren austobt, hat man als normalsterblicher Wegläufer einfach keine Chance. 20 Sekunden muss Benny Grams erfolgreich flüchten. 20 Sekunden Zeit für Felix, erfolgreich zu catchen. Benny, come on! Alle, komm! 3, 2, 1, Catch! Die Anfangsposition ist klar. Alle, Benny, komm on, Jager! Sehr gut, größtmögliche Abstand schon am Anfang. Jawohl, komm! Felix! Yes! Ja, jetzt bist du dran! Rutsch, Catch! Happy! Das Team Türkis erfolgreich! Dank Felix. Yes. Gut gecatcht, aber dann eben auch selber erwischt worden. Benny, oben rum haut er ab, unten rum wird er gefangen und sogar richtig festgehalten. Wir haben schon wieder den Rollentausch. Team Türkis, 26 Sekunden müsst ihr jetzt entkommen, und zwar in Person von Felix. Und Fabi steht jetzt da und wird angefeuert und versucht, Felix zu erwischen. Schön, dir! Habt das! 3, 2, 1, Catch! Komm, Fabi! Fabi ist fit, fliegt da erstmal oben rüber. Felix kommt aber sofort ins Tempo. Und da kann man mal so kurz verschnaufen. Oh, nee! Die Kurve nicht optimal genommen. Der Richtungswechsel, er dauert zu lange. Und Fabi, schneller Kopf, schnelle Beine und erfolgreich als Fänger unterwegs. Da hast du ihn direkt über dem Popo erwischt. Und schon wieder wird getauscht. Aus den Läufern werden die Fänger. Vanessa kommt. 20 Sekunden hast du Zeit. Alter Falter. Komm, liebe Mai und mache, Team Türkis wieder froh. 3, 2, 1, Catch. Ein alter Falter und los geht's. Untenrum, Fabi sucht das Weite. Vanessa, du machst es klasse. Du hast noch 10 Sekunden Zeit, du stresst ihn. Jeder Versuch ist wichtig, weil jeder Versuch kostet Kraft bei Fabi. Der wird es schaffen, wenn er nicht stolpert. Aber Vanessa, man hat es hier vielleicht jetzt noch nicht so richtig gesehen, aber das können die entscheidenden Meter gewesen sein, die du Fabi gejagt hast durch das Obstacle Race. Guck mal, der hat schon Durst, der braucht was zu trinken. Boah, mit richtig Biss darüber und dann hinterher. Ein erfolgreiches Weglaufen. Fabi würde schnurstracks ins Finale führen. Aber da gibt es einen, der was dagegen hat. Und der hört auf den Namen Norman. 3, 2, 1, Catch. Der Matchball fürs Team Orange. Norman. Der muss Tempo gehen. Und er hat ihn an der Schulter erwischt. Nach 7,3 Sekunden. Weiter geht's, aber du läufst jetzt weg, mein lieber Norman. Und musst mich noch mal fangen, denn wir sehen hier, wie gut du das gemacht hast. Und manchmal sind es eben nur ein paar Zentimeter.
die entscheiden. Manchmal ist es nur die Fingerspitze, die über die Schulter wischt. Team Türkis, rette dich, wer kann. Und es kann nur noch einer. Norman, du musst erfolgreich abhauen. Bleib dran. Drei, zwei, eins, catch. 26 Sekunden für dich, Dana. Genau, du hast es gesehen auch bei Vanessa. In der Bewegung bleiben und Druck machen. Stressen, ja, das ist gut. Zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Tempo unterrühren. Wir haben auch schon Parkour gesehen, die überraschend gestolpert sind. Der fliegt, ja, er fliegt, aber das kostet alles Kraft. Das sind noch 3, 2, 1, 0. Du hast es geschafft, Norman. Und es schwitzt sich alles zu. Das Drama, es wird heiß serviert. Dank Norman, der boostet. Es ist so wunderbar. Benny Gleisner, Ninja-Sportler. Yes. Gegen Norman Lichtenberg, einen professionellen Parkourer und Freerunner. Das hier ist sein Paradise, aber jetzt kommt Benny Gleisner mit dazu. Es entscheidet sich jetzt, wer zieht als erstes ins Catch-Finale ein. 3, 2, 1, Catch. Let's go, come on! 26 intensive Sekunden. Norman, oh, das ist schon so eng. Der muss da irgendwie aus der Bredouille raus. Wow, das ist großer Catch-Sport. Überhaupt gar keine Zeit, sich zu verschnaufen. Noch 10 Sekunden, Norman. 10. Wartest du auf der Uhr? Der Sturz von Benny, das könnte entscheidend sein. Das könnte es gewesen sein. Türkis ist im Finale. Auffangen dieses verrückt schöne Spiel. Und manchmal ist einer der Entscheider. Norman, was für Auftritte in Serie. Ein Wahnsinnsrennen zwischen den beiden. Ganz kurz aus dem Tritt gekommen, Benny. Die sind so nah dran aneinander. Und das nicht nur einmal, das nicht nur zweimal. Riesenrespekt von allen Seiten. Und es gibt ein Jäckchen. Norman. Du bist einer der besten Parkourer in Deutschland. Du hast das orange Team fast im Alleingang ausgeschaltet. Herzlich willkommen im Team Deutschland. Wir können dich sehr, sehr gut freuen. Dankeschön. Das würde ich mal das Favoritensterben nennen. Ey, so viel Vorsprung, so sensationell performt, dein gesamtes Team. Und jetzt wirklich einfach raus. Obstacle Race hat dir das Genick gebrochen. Ja, scheiße war es letztendlich. Aber taktisch konnten wir es nicht anders machen. Aber Norm ist halt einfach brutal. Und Benny hat alles gegeben. Klar, hier und da mal weggerutscht. Aber ja, das ist halt das Ding einfach. Ne? Deswegen ist Halbfinale das Entscheidungsspiel, K.O.-System. Da kannst du nichts machen. Aber trotzdem, wir haben alles gegeben, war geil. Jetzt muss der erstmal noch ins Finale kommen. Vielen Dank. Fabian Hermüchen! Und bitte jetzt aber Legende. Auch nicht vergessen, die Frau, die mit ihrem Team im Finale hier, steht. Ein Applaus an die Jungs, ich hab's für die Jungs zu verdanken. Jungs, ihr seid geil! Norman! Vanessa, du hast gerade gesagt, du kannst es selber noch alles gar nicht geben? Glauben. Ja, ist krass. Mega. Danke. Aber Vanessa ist ein Fighter. Vanessa gibt alles und wir haben eben noch gesprochen und du warst komplett mit voll im Schlamm, klatscht, hast geschwitzt und hast mir einfach nur angeguckt und hast gesagt, ich find's mega geil. Und das ist genau den Spirit, den wir brauchen und herzlich willkommen in der Catch-Familie. Oh. Wunderbar. Jetzt ruh dich noch ein bisschen aus, du wirst die Puste gleich brauchen und jetzt gucken wir uns das zweite Halbfinale an, denn jetzt heißt es, Luke, geh auf Position, du weißt, was du besser machen musst als beim anderen das Mal. Weiß ich. Du musst ins Finale kommen. Es wäre das erste Mal, dass Luke Mockridge ins Finale von Catch einzieht. Aber sein Gegner ist kein geringerer als der Titelverteidiger David O'Donkor. Los geht's. Man guckt so ein bisschen. Wer geht als erstes rein? Wobei, jetzt entscheidet sich Lila.
Der Team-Captain David schickt Jackie als erstes rein. Du musst 24 Sekunden entkommen und Luke startet. Der Captain geht für Gelb voran. Zweites Duell beim Obstacle Race. Drei, zwei, eins, catch. Luke, freier Blick aufs Ziel, aber das ist, wie du gerade merkst, sehr beweglich. Luke, nicht zu lange an einer Ecke aufhalten. Jackie lacht und läuft weg. Das gebe ich dir mit auf den Weg. Du hast noch keine 10 Sekunden mehr. Gefangen, ja. 7,2 Sekunden vor dem Ende. Alles sind bedrohte Körperteile aus Sicht der Weglaufenden. Man kann überall gecatcht werden, aber der Catcher darf nur mit der Hand zu langen. Luke zeigt uns noch mal, wie das aussehen darf. Und aus dem Fangschmetterling in Gelb wird jetzt die Rennraupe. Und Merlin schickt Lila rein. David Odonkor, Captain gegen Captain. Drei, zwei, eins, catch. Der eine im Ruhepuls, der andere mit Schnappatmung. Luke, sehr gut, Luke, sehr gut. Mit einem guten ersten Antritt. Und David, jetzt ist er nah dran. Und jetzt schnappt er zu. Das kennen wir schon von David. Das hat er auf dem Weg zur letzten deutschen Meisterschaft schon des Öfteren gemacht, gecatcht und sich dann elegant über die Bande verabschiedet. Luke, ja, kein schlechter Auftritt. Es war klar, dass der kommt. David gegen Dean, da haben wir die beiden wieder. Und du kannst gleich aufstehen, Dean, denn es gibt keine lange Verschnaufpause für David. Es gibt das nächste Duell, Gelb gegen Lila. Dean auf der Jagd nach David. Drei, zwei, eins, catch. Hol ihn dir, das muss man ihm nicht zweimal sagen. Oh, schön. Auch mal die kurze Standvariante vom Catch. Wahnsinn, was ihr da macht. Dean springt über beide Stangen rüber. So gut abgetaucht. Der Escape-Move eigentlich hochelegant. Super schlau, David. Aber Dean hatte eine Vorahnung. Und hatte Sprungkraft für zwei. Das müssen wir uns noch mal angucken. So geht das Ganze da um die Kurve. David merkt, okay, der kommt nah, ich muss runter. Und Dean sagt, ich komme oben rum. Und fass mal kurz zu. Ihr seid großartig, ihr beiden. Auch in dieser Catch-Staffel. Einfach nur fantastisch. Und jetzt Dean. Weißt du, was du machen musst? Entkommen. Und Luca ist derjenige, der sich auf die Suche macht. Nach dir. Auf geht's, Dean. Come on. Let's go. Drei, zwei, eins, catch. Luca, ein Turner, der sich aber des Öfteren auch mit Parkourern auf genau solchen Tracks vergnügt. Was macht ihr denn da? Ihr seid verrückt, ihr beiden. Dean, das ist stark. Noch 3, 2, 1. Hat er dich gehabt? Es ist die Spannweite, die entscheidet. Luke schlägt die Hände zusammen. Das gibt's doch gar nicht. Dass Dean erwischt wird. 2 Sekunden vor dem Ende. Sensationell, was ihr da macht. Die Stangen kriegen ein bisschen Angst. Das Kaninchen vor der Schlange. Und die Schlange heißt Luca und macht Schnapp, bevor das Dean-Kaninchen entwischen kann. Es ist fantastischer Fangsport von euch. Und es geht weiter mit Silke, die versucht, sich Luca zu schnappen. Das letzte Mal bin ich vor dir weggelaufen, ne? Guck mal. Ui, ja! Hol ihn dir, Silke. 3, 2, 1, catch. Hol ihn dir.
Das Duell hatten wir schon mal. Da bloß mit genau entgegengesetzten Rollen. Silke oben rüber, Luca. Ja, der macht das klasse bis hierhin. Silke, du bist doch nicht so richtig dran. Also, topf deine Jagdidee um und überlegt dir was Neues. So zum Beispiel. 5 Sekunden noch für Luca. Der spielt die Schnelligkeit aus. Das ist ganz schwierig gewesen, aber du warst gar nicht dran. So smart, Silke. Wir brauchen den Bildbeweis, bitte, den bildlichen, ob es da irgendwie eine Berührung gegeben hat. Aber Luca sagt, nee, genau hingucken. Vor allen Dingen auch unsere Schiedsrichter. Es war anstrengend, aber es war großartig. Und das ist einfach ein super Versuch. Oh. Wir bleiben bei Nein, würde ich sagen. Gelebtes Fairplay. Fantastischer Fangsport. Viel Spaß. Silke ist raus, Dean ist raus, Luke ist raus. Heißt, alles guckt in Gelb auf einen Mann. Und der heißt Andi. 3, 2, 1, Catch. Die letzte Patrone von Team Gelb, Andi. 20 Sekunden noch Zeit. Luca kann nicht mehr so fit sein. Ihr seid so nah beieinander und jetzt hast du ihn. Ja, du wusstest, was er wollte. Oh, oh, oh. Das ist so großes Catch-Kino, schon wieder. Andi relativ schnell gefangen, ja, mit Übersicht. Dann am Ende auch zugegriffen und das kann so wichtig sein. Denn jetzt ist das entscheidende Duell, das wir hier erleben. Und Andi musste nicht so viel rennen, um gerade erfolgreich zu fangen. Es sind die letzten 20 Obstacle-Race-Sekunden und sie entscheiden darüber, kommt das Team Luke ins Finale oder erneut das Team David. Alle Andi, bitte. 3, 2, 1, Catch. Jakim, bis es nicht mehr geht. Jakim, bis es nicht mehr geht. Das ist die Ansage. Andi ist da hinten unterwegs. Da bist du so ein bisschen im freien Raum. Da braucht man Geschwindigkeit, um wegzukommen. Beat auf den Boden. Noch 10 Sekunden. Das hat ein bisschen Zeit gekostet. Andi, der Richtungswechsel klappt nicht. Die Lila nimmt schon wieder. Und wie viel Bock hat David aufs Gewinnen? So viel Bock. Und Luke. Und schon wieder das Aus im Halbfinale. Luke. Du hast sogar jemanden gefangen. Ja. Aber du kommst irgendwie, es ist wie verflucht, du kommst nicht ins Finale. Ja, also ich... ich habe alles gemacht. Ich habe mir ein Team zusammengestellt. Wir sind nach Saudi-Arabien geflogen zum Trainingslager. Wir haben wirklich Experten gehabt, die uns mit Pferdeanabolika vollgespritzt haben. Also, wenn man Dean anguckt, der ist eigentlich 1,12 groß und Koreaner. Das ist alles nur. Ich wollte unbedingt ins Finale. Ich wollte einmal deutscher Meister werden im Catch. Ich bin quasi das Bayer Leverkusen vom Fangspielen. Aber vielleicht bist du halt eher so der internationale Typ. Europameisterschaft. Du brauchst noch ein Teammitglied. Hier ist das Trikot. Wie will ich auch gehen? Wer hat sich das verdient? Also, ja, hast du das gehört? Es ist wahnsinnig schwer. Weil hier so viele tolle Athleten sind, die mit so viel Herzblut dabei sind. Und ich brauche Leute in meinem Team. Ich muss Deutsche holen, die Gas geben, die dahin gehen, wo es weh tut, die einfach Maschinen sind. Da ist er doch. Ja. Luke. Die so breit aufgestellt sind. Und ich würde gerne, aufgrund der Tatsache, er ist schon deutscher Meister geworden, ich würde gerne Pete mit ins... Wow, Pete. Waffe. Ihm passt das deutsche Trikot sensationell und er hat sogar noch Schlamm hinter den Ohren. Du bist zwar einer von den Bösen, du bist bei Slytherin, aber ich glaube genau diese Spur Asozialheit,
dieses Kämpfen und diesen blanken Hass in deinen Augen. Du bist eine Maschine und du bist deutscher Meister. Du stehst jetzt wieder völlig zurecht im Finale. Du bist eine Maschine. Vielen, vielen Dank. Willkommen im Team Germany. Danke. Und jetzt brauchen wir natürlich auch noch ein Foto von den Eurofightern. Das erste Foto unserer Nationalmannschaft im Fangen. Team Deutschland steht und am 17.01. gibt es die erste Europameisterschaft im Fangen. Dann heißt es Deutschland gegen Österreich, Schweiz und England. Ich freue mich da tierisch drauf und du kannst dann endlich beweisen, dass du halt doch einfach der International bist. Steht mir auf jeden Fall, ne? Also, ja, dass ich als sehr gut. Nicht einmal deutscher Meister direkt zur EM mitfahren darf. Noch nicht mal im Finale gewesen. Ja, das ist ein Wunder. Das ist ein Wunder, aber wir werden alles geben, wir werden uns toll aufstellen und ich freue mich darauf. England, Österreich und die Schweiz. Mhm. Wer ist denn jetzt dein Favorit im Finale? Es ist ein Duell auf Augenhöhe, es kann alles passieren. Ich bin eigentlich auch ein bisschen froh, dass ich jetzt zum Schluss nicht mehr laufen muss, denn das geht wirklich ans Limit. Und ich lehne mich jetzt zurück und genieße den Catchsport. Wir freuen uns auf das große Finale. The Circle. Der Circle ist jetzt schon eine Legende, die du selbst nie erlebt hast, ja, immer nur gesehen hast. Glaube ich, in der Probe habe ich es ein paar Mal gemacht. Ich bin so ein bisschen froh, das auch vielleicht nicht machen zu müssen, denn das ist wirklich blankes Überleben. Dieses Ding ist einfach ein Marathon, der bis zum Tod geht. Du hast The Circle eigentlich jetzt wunderschön beschrieben, jetzt fehlen nur noch die Regeln. Die Spieler starten auf sich gegenüberliegenden Seiten eines Kreises. Beide sind Fänger und Läufer zugleich. Ein Spieler kann zu einem beliebigen Zeitpunkt mit einem Mitspieler wechseln. Jeder aus dem Team darf nur einmal laufen. Das Team, dessen Spieler seinen Gegner einholen und fangen kann, gewinnt das Match und wird deutscher Meister im Fangen. So einfach, so klar und am Ende dann doch so schmerzhaft. Ja. Wenn man weiß, wenn man aufgibt, ist das Spiel vorbei, dann bist du nicht deutscher Meister. Einer, der das wirklich mit am besten weiß, David Odonko, du bist amtierender deutscher Meister. Du musst diesen Titel jetzt verteidigen. Vanessa, zeigst dem Titelverteidiger, zeigt, was ihr drauf habt. Wir sind gespannt. Also Spannung pur, dagegen ist der Tatort einfach nur leichte Unterhaltung. Und niemand kann das besser begleiten als unser Jan. The Circle, das heißt All or Nothing. Die finale Lauf- und Fangveranstaltung eines so wunderbaren Catch-Abends. Entscheidet euch bitte jetzt, Team David, Team Vanessa, wer als erstes beginnt. Danach könnt ihr reagieren. Ihr müsst noch keine Reihenfolge festlegen. Ihr müsst nur jetzt festlegen, wer startet. Felix. Und David fängt an. Der Mann, der die letzte deutsche Meisterschaft hinten raus entschieden hat. Staffellauf. The Circle. Wer wird deutscher Meister? Ein Zeichen von Ermüdung. Als wenn das hier das erste und nicht das letzte Match wäre. Aber Said als Kanute, ja, die Bolzenausdauer, das merkt man. Vanessa möglicherweise die nächste im Team Türkis. Said holt auf. Das machst du super, Said.
Das treibt da den Luca vor sich her und jetzt gibt's den Wechsel. Okay. Und sie spielen die Schrumpfkarte Piet, einer der Hauptdarsteller in Lila. Einer der Hauptdarsteller dieses Abends, jetzt an Position 3 aus. Eine noch, sagt Norman. Er schickt Said nochmal. Da kommt Piet, aber Said, boah, das ist gut, wie du das durchziehst. Wahnsinn, wie viele Runden du absolviert hast. Norman in den neuen Schuhen. Piet mit größeren Schritten hat einen leichten Vorteil. Geht da noch was in Sachen Beschleunigung? Wir sind eh schon in dem Bereich, in dem es alles nur noch über den Kopf geht. Was für ein Finale. Das ist jetzt alles eine Frage des Kopfes, der mentalen Verfassung. Und jetzt schafft es noch mal Druck zu machen. Es wird zur Joggingrunde. Die Puste geht aus, die Lungen brennen. Man kann praktisch zugucken dabei, wie die Muskelbereiche der unteren Extremitäten in den Streik treten. Gibt es einen perfekten Zeitpunkt für den letzten Wechsel? Ich glaube, der ist gleich gekommen. Wer ist hier noch Herr seiner Weglaufsinne? Man kann es nicht mehr so richtig sagen. Wow, Norman! Und Vanessa, die schaut schon so ein bisschen mit den Hufen. Jackie, für die gilt selbiges. Wow, Norman, du kommst ran! Norman, du kommst ran! Was für eine taktische Nummer! Und jetzt der letzte Wechsel bei Türkis. Vanessa, du coole Socke, weiter geht's, bleib in der Spur. Du schnappst dir Piet. Mann, gib die Tempo. Das ist super, Vanessa. Die ist so unfassbar fit. Wir haben das gesehen auch bei ihrem Auftritt. Was für ein Körper. Kein Gramm Fett und der Wechsel auf Jacqueline. Und jetzt entscheiden das Ganze hier die Frauen. Das Frauenfinale. Und Jackie. Sie kommt ran an Vanessa. Jackie ist schnell unterwegs. Oh, Vanessa beißt und schüttelt schon mit dem Kopf. Jackie auf dem Weg zur Titelverteidigung. David will mitrennen. Und jetzt rennt David auch wieder. Die deutsche Meisterschaft 2020 geht an das Team. David. Titel verteidigt. Mission erfüllt. Wow! David Ogonkor, der Titelverteidiger, zweifacher deutscher Meister, empfangen. Du bist ein Tier und deine Mannschaft auch. Du hast den Titel verteidigt, Team Lila, zum zweiten Mal deutscher Meister. Vanessa, empfangen, das ist eure Trophäe. Siegerrunde. Siegerrunde. Und wir sind am 17. Januar schon mal ganz groß im Kalender anstreichen mit der Europameisterschaft im Fangen wieder da. Und Luke, ich hoffe, da bist du einfach der internationale Typ und ziehst da endlich ins Finale ein. Du hast eine geile Mannschaft zusammengestellt. Ja, wir haben die Besten der Besten von heute zusammengewürfelt. Wir werden und dich. Und mich. Wir werden Team Deutschland bei der EM repräsentieren. Danke fürs Zuschauen. Einen großen Abend mit einem großen Sieger. Dankeschön. Danke. Tschüss.